Chaos für Anfänger, Staffel 2, zurück in die Schule. Jetzt mal ehrlich. Ja, was geht ab, was geht ab? Wir sind zurück, eine neue Folge Chaos für Anfänger. Jetzt mal ehrlich. Wir sind da und ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Für mich sitzt hier gerade, also wenn wir über Schule und Kindheit reden, bisschen ein Teil meiner Kindheit. Und ich freue mich übertrieben doll, dass du heute hier am Start bist. The one and only. Krabi! Was geht ab, Alter? Freut mich, Jungs. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ey, sehr, sehr gerne. Danke, dass du da bist, Mann. Wie war die Fahrt von Österreich nach Deutschland? Ja, war ein bisschen lang, aber war okay. Wir haben noch einen Zwischenstopp gemacht in München, aber sonst soweit alles gut. Im Oktoberfest? Leider nicht. Wollten wir auch, aber ist ja jetzt schon vorbei. Ja, schon lange vorbei. Wart ihr am Oktoberfest? Nee. Nächstes Jahr. Das Ding ist immer, das sind so Sachen, wir nehmen uns vor, wir sagen jetzt, komm, wir gehen zum Oktoberfest, komm, wir gehen hin. Und dann sagen wir, dann ist so Ende vom Oktoberfest und dann kommen so Leute und sagen so, kommt mal jetzt, nee, wir können nicht. Ja, nächstes Jahr. Ja. Und dann, heute, also dieses Jahr, wart ihr da? Nee, waren wir nicht. Aber wir wollten, ich war noch nie da, auch noch nie auf Mallorca. Ich weiß nicht, was ich bisher so falsch gemacht habe, aber es ist halt so, wie es ist, ne? Wir haben ja bei uns in Linz so einen Rummel. Ja? Wisst ihr, da ist auch so ein kleines Oktoberfest aufgebaut. Und wir waren komplett in Hip-Hop-Klamotten, sind wir da reingegangen und jeder war in Lederhose und jeder hat uns ausgedacht und so angeguckt. Das war ein bisschen komisch. Also würdest du keine Lederhose anziehen? Doch, safe. Ja, ja. Ist doch bestimmt fresh schon in fresh Lederhose, aus, oder? Ja. Ich glaube, ich sehe richtig geil darin aus. Ja. Im Dünn, wer weiß das? Ja. Ey, ganz kurz. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet, wegen Tadel. Also heißt es bei euch Tadel eigentlich? Nee. So Ermahnungen, Tadel? Nein, ist bei uns. Klassenbucheintrag? Klassenbucheintrag, ja. Bei uns auch. Was ist so der wildeste gewesen, den ihr habt? Ehrlich jetzt. So, wo du sagst, boah, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass ich das gemacht habe. Boah, ich habe so ein Wurstbrot geklaut. Was? Ja. Das ist das Krasseste, willst du mich verarschen, Digga? Ich dachte, da kommt die Schule angezündet, ich habe Feueralarm gemacht oder so. Nein. Er sagt, Wurstbrot geklaut, Digga. Das war, ja, wir haben einfach, keine Ahnung, ich hatte Hunger irgendwann und ich und ein Freund. Und wir sind halt da zu dem, der so Pausenbrot verkauft, hingegangen und wir hatten halt, glaube ich, 20 Cent zu wenig. Und hinter mir war so ein Erstklässler und der hat das gesehen, wie wir das Pausenbrot genommen haben. Also wir haben zu ihm gesagt, gib uns eine Kohle, er hat sich umgedreht und dann habe ich zwei Pausenbrote genommen, weitergegeben. Und der kleine Erstklässler hat alles gesehen und ich so zu ihm, pssst. Und er so, ja, kein Problem. Und dann sind wir halt in die Klasse zurück, so nach 2 Stunden kommt die Polizei. Was? Ja, ich schwöre auf alles. Ist die Polizei gekommen und so, dann zum Direktor, Klassenbucheintrag, alles. War wegen Katastrophe. Einem Wurstbrot. Ja, Mann. Ich sag dir ehrlich, auf meiner Schule, das war ja Katastrophenzustand bei mir wirklich. Also für 2 Wurstbrote, die wären dankbar, hätte ich nur die Brote geklaut. Also die haben Polizei gerufen, weil Leute die Kloschüsseln gesprengt haben und sowas, aber nicht deswegen. Ich weiß gar nicht, bei mir war es, glaube ich, also so Sachen, wir hatten auch, also wegen Klauen habe ich auch was bekommen, weil wir hatten so Hort, wie heißt das bei euch? Hort? Kindergarten. Nein. Ja, Hort in der Schule. Wir auch, ja. Hort, ne? Ja. Wo du dann nach der Schule drin bist. Ach, OGS. OGS bei euch, genau. Hausübung machst und so. Genau. Ja. Und da hatten die so richtig viele Gummibärchen und so. Also die hatten so richtig geile Scheiße. Da konntest du so für wenig Geld so richtig coolen Stuff einkaufen gehen und so. Digga, wir haben die ganzen Eimer mitgenommen und haben die halt geklaut. Und dafür haben wir Tadel bekommen. Weil das war viel zu teuer. Junge, Taschengeld waren, weiß ich nicht, 7 Euro in der Woche oder so. Da kam ich ja nicht weit hin, wenn so ein Teil 1 Euro gekostet hat. Also muss ich mitgehen lassen. Ja. Mama, Papa, Spaß. Die Tadel waren einfach mal so. Ich habe die selber geschrieben. Das war nur Spaß. Mir ist gerade ein richtiger Tadel eingefallen von mir, weil ich wusste, dass den ich davor hatte, wollte ich mir eigentlich ausdenken. Ich habe mit meiner besten Freundin damals in der Realschule, ich war 5. Klasse oder so, die kam auf die Idee, einfach Lose zu basteln. Also Lose, ne? Also, ja. Wie man auf die Kirmes so zieht, ne? Ja. Niete und gewonnen. Und wir haben Lose gebastelt und haben die verkauft an 5. Klässler. Und da habe ich halt übertrieben viel Geld, ich habe wirklich richtig viel Geld gemacht damit. Ne? Ein Los, 15 Cent habe ich mal so, man musste immer 2 kaufen, also ab 1 Euro. Und dann habe ich aber den ganzen Sack war voller Nieten. Alle waren Loser drin. Und wir haben so 25 Euro an so einem Ding gemacht. Was war denn der, also warum sollte ich mir ein Los von dir kaufen? Was war denn, was hast du gesagt, was Ferrari oder was? Wir haben gesagt, wenn du 2 rote Punkte hast, dann bekommst du ein Wassereis. Wenn du das hast, dann gehen wir mit dir in die Mensa, also so, unten die Pausen verkaufen. Ne? Dann gehen wir hin und kaufen dir das quasi, dass du das gewinnen kannst. Wie teuer war ein Los? 1,5, aber du musst es immer 2 kaufen, also 1 Euro.
Digga, ihr habt mies die Leute abgeschaltet. Wir haben 25 Euro. Ist ja genau wie heute. Also, wir genau so weiter. Wir haben 25 Euro gemacht und hat meine Lehrerin das bekommen. Die wollten uns anzeigen, weil wir so, du hast da kein Scheiße. Gewerbe für, du kannst einfach sowas verkaufen auf der Schule. Die Anzeige bekommen wegen illegaler Handel auf dem Pausenhof. Ach du Scheiße. Ja. Digga, was auch mal schnell weg einfach fast. Ja? War geil, der Kick. Ich muss alles Geld zurückgeben. Weißt du, wer das gekauft hat? Du hast einfach damals schon dir überlegt, großes Business zu machen. Natürlich. Du hast früh angefangen. Ja, eigene Firma, ja. Die nicht da war. Scheiß drauf, ne? Ja. Weg einfach damit. Immer noch keine Firma. Hör auf jetzt. Das sind vielleicht Themen, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Da müssen wir vorsichtig sein, ja. Aber ganz ehrlich, guck mal, du hast gesagt, in der Schulzeit hast du angefangen, wenn jemand dich aus dem Internet kennt, dann ist ein Signature-Move, dass du krass Dinge balancieren kannst. Also das waren so eine Sache. Und du hast vorhin gesagt, wo du hier reingekommen bist, boah, damit hast du damals angefangen. Ja. Wie kam denn die Idee, dass du das gemacht hast? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe so, kennt ihr die Faserstifte? Mhm. Die dünnen Stifte da. Ich habe die zusammengeklebt zu so einem Stab. Dann habe ich halt einfach irgendwann mal probiert und so. Unterricht, oder? Ja, und es hat halt funktioniert. Und dann sind halt die anderen Jungs gekommen, ey, probier das mal. Und dann am Ende wurde der Sessel halt. Digga, ich hab Sachen gesehen. Sessel. Dann Boot ich, hast du mal gemacht, ne? Ja, Kanu. Ja, genau. Das war hart. Das war gesehen. Das war schwierig. Digga, ja, das geht halt auch einfach mal kurz Genickbruch dafür, dass er kurz so ein Ding auf dem Kind balanciert, ne? Und die Scheibtruhe, das war am schwersten, die, ich weiß gar nicht, Schubkarre. Schubkarre? Ja, eine Schubkarre. Hast du Schubkarre balanciert? Ja, Mann. Das Digga, war das Schwierigste. Da dachte ich mir, mein Kind fällt jetzt gleich runter. Das ist ja, also ich hab, glaube ich, das war mal ein Video von euch. Da hast du so richtig viele Gläser. Ja, das stimmt. Waren so hart viele Gläser. Ja, war aber so ein, ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, das war so. Also wir wollten eigentlich so den Weinrekord brechen und so. Ja. Dann kosteten die Gläser, wir brauchten so 200 Gläser. Der wollte so, weiß ich nicht, 2000 Euro haben für die Gläser oder so. Ah, hast du fallen gelassen? Nee, wir haben die eh nicht gekauft. Dann haben wir so hart Plastikbecher genommen, mit Wasser gefüllt und dann haben wir die halt balanciert. Aber das war auch hart. Wenn ich jetzt so überlege, guck mal, er kann sagen, dass er so erst krass sportlich Challenges und so, dass du bist Meister darin. Wenn ich jetzt so daran denke, was habe ich so für Talente? Was kann ich? Wir können Schlüssel vergessen. Wir können kleine Rechnungen bezahlen vergessen. Ja, bestimmt Talent, aber das habe ich noch nicht gefunden. Kommt ganz noch. Tief in einem stecken Talente, die ihr könnt. Ich kann ja auch was balancieren auf meinem dicken Zeh irgendwie. Kanus. Bestimmt. Es ist eigentlich auch gar nicht schwer, wenn ich euch das zeige und so. Ihr könnt das ganz easy lernen in 2-3 Stunden. Also wenn du jetzt den Zuschauer da draußen, Zuhörer, also wenn ihr auf YouTube schaut, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Und wenn ihr Zuhörer seid, auf Spotify die 5-Sterne-Bewertung, sonst können wir hier nicht weitermachen, sag ich euch so, wie es ist. Wenn du dem jetzt was mit auf den Weg geben könntest, wie er balancieren kann, was wäre das? So kurzes Tutorial. Ich sehe auf TikTok markieren mich so viele Leute, die das einfach, einer macht einen Fernseher und so, er sagt, komm, lass mal Live-Battle machen, wie wir gegenseitig battlen und balancieren und so. Wirklich jetzt? Ja. Früher, als YouTube noch angefangen habe ich immer gesagt, ich bin aus einer Zirkusfamilie. Das ging auch so, glaube ich, 1-2 Jahre, dachte jeder, ich bin vom Zirkus. Echt? Ja, und wegen dem kann ich so balancieren. Ja, guck mal, Junge, der hat ja wirklich Sachen balanciert am laufenden Stück einfach. Das war ja, ja. Hatte alles, da war ja alles auf seinem Kind. Also ich weiß nicht, was nicht auf seinem Kind war. Ja, stimmt. Waren Frauen auch auf Kind, oder? Die eine oder andere. Ey, cool. Ja. Wenn wir jetzt mal ganz, ganz ehrlich sind, ich glaube, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Für dich ist das jetzt hier gerade, und wir können es auch ehrlich so sagen, du kamst zu mir und meinst, boah, Jerry, ich bin schon aufgeregt. So, kann man sagen. Ja. Wie lange hast du jetzt nicht mehr im Internet was gesagt? Jetzt ganz ehrlich. Boah, das muss, jetzt haben wir 2023, ja. Das war 2020, drei, vier Jahre würde ich sagen. Ja, und ich merke schon noch, dass schon noch ein bisschen Aufregung natürlich, da ist und so. Ja, ist schon, ja. Wie ist das jetzt für dich? Also, was ist passiert jetzt in letzter Zeit? Also wenn ich ganz ehrlich bin, 100.000 Fragen. Ja. Also wir kennen, man kann vielleicht sagen ganz kurz noch, weil da freue ich mich einfach drüber, sage ich dir so, wie es ist. Wir kennen uns eigentlich schon viel länger. Es war einfach nie so präsent. Ich habe euch das erste Mal mein Fanboy-Moment überhaupt in meinem Leben. Das allererste Mal Amazon Prime Party war das. In Berlin. Ich noch Fußballtrainer, ins Taxi eingestiegen, Flotschi, der Manager hat mir damals noch ein Taxi gerufen, ich im Taxi umgezogen. Ich so, boah, Junge, das kann nicht sein. Und er sagt so, ja, komm da jetzt hin und so, weil wegen Junau und so, ich hab doch die Challenge gewonnen. Und dann hieß es so, okay, hey, du kannst da hinkommen. Junau, du kannst Alter. Da hinkommen und so. Fuck. Pass auf, und dann sitze ich im Taxi. Ich so, was mache ich jetzt? Wie sage ich Hallo? Was ich war so überfordert. Ihr hattet ja einen Überhype zu dem Zeitpunkt. Ihr wart ja im Überhype.
Und dann stehe ich vor euch, auf einmal kommt Marcel, also KSW, gib mir die Hand, du kommst, gibst mir die Hand, du hast mich umarmt, als ob ich schon ein Bruder von dir wäre. Ich so, ich fange gleich an zu heulen. Auf einmal war Matthew da, Hendrix da, Apoet war da. Ich war so überfordert mit dieser Situation. Und das war das erste Mal, da war ich 17, habe ich euch das erste Mal gesehen. Und danach sind wir noch in die Shisha-Bar gegangen. Stimmt, ja, die eine Shisha-Bar. Und dann kam meine Mutter und hat mich von der Shisha-Bar sogar noch abgeholt, weil ich noch nicht 18 war. Ja, stimmt, ich weiß es noch, ja. Das ist so gestört, Alter. Das war crazy. Ich wusste nicht mal die Amazon Prime-Bar, ich wusste nicht mal, wo wir hingehen. Ohne Spaß. Flutti hat das alles gemacht und so. Er sagt, wir müssen da jetzt am Start sein und so. Und dann sind wir halt da. Am Ende wegen mir. Die sind wegen mir. Was geht ab? Ja, sag mal, Junge, wie war für dich die letzte Zeit? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Was ist jetzt so letzten Tage passiert? Was war los, Alter? Ja, die letzten zwei Wochen waren jetzt ein bisschen hart. Mhm. Können wir aber später noch ein bisschen darüber reden. Ja, ja. Sonst eigentlich nicht viel. Ich habe halt versucht, ganze Zeit die Finanzschulden zurückzuzahlen. Ja. Und habe halt nichts gemacht. Konnte nur zu Hause sitzen, zocken und warten, bis eine Kooperation reinkommt. Und das ging sofort ans Finanzamt. Es ist ja, also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ganz Deutschland, Schweiz, Österreich hat darüber geredet, wo du insolvent gegangen bist. Ja. Und zwar für viele war es einfach ein Schock. So, weißt du, man kann es ja nur aus Zuschauersicht wahrscheinlich sagen, so, ja, die haben richtig viel Geld verdient, sind dicke Autos gefahren und auf einmal war so Titelseitenbild, überall stand auf einmal, Krappi wurde jetzt insolvent. Aber nur mein Gesicht. Ja, warum? Ja, es war nur mein Gesicht. Also ja, ich habe auch viel Geld hergeliehen und konnte dann die Finanzamtsstrafe nicht zahlen. Und dann haben die mich halt in Insolvenz geschickt. Und die haben eigentlich nur die Insolvenz aufgemacht. Ich war gar nicht in Insolvenz. Dann gab es so einen Sanierungsplan, heißt das bei uns. Ja. Da musst du halt alles zurückbezahlen. Da macht der Staat quasi meinen YouTube-Kanal und führt den weiter. Was? Ja, da kommt extra eine Dame, also die ist so eine Masseverwalterin. Nein. Und die führt dann deine Firma. Komplett, ernsthaft jetzt? Ja. Und die sagt dann so, wann du welches Video posten musst und sowas? Hat sie auch gesagt, ja. Echt? Aber hat da kam keine Videos. Ja, kam keine Videos. Also es kam nur eins, glaube ich, ja, wo ich darüber erzählt habe, dass auf unserem Balkon. Ja. Das musste ich machen, weil sie sagte, sonst bist du sofort in Insolvenz und kannst dann 3-4 Jahre nichts machen. Sie hat gesagt, das Video, wo du über die Insolvenz gesprochen hast, musstest du posten. Ja, Mann, ja. Ja. Wirklich jetzt? Da war auch Flotschi bei dem Video, Flotschi, ne? War dabei, da habe ich ihn angerufen, ey, komm vorbei, wir müssen das Video drehen und dann haben wir das Video gedreht. Ernsthaft jetzt? Wie war das für dich, der das Moment? Das war hart, ja. Das war ganz hart, ja. Also, ich glaube, das ist so, ich hab das vor dem Podcast schon zu dir gesagt, du hast einfach ein Rockstar-Leben schon gelebt. So, ihr habt Sachen erlebt, das war ja wirklich, das da kannst du 100.000 Jahre drüber reden. Wie ist es denn auf einmal, also ich bin ganz ehrlich, diese Nachricht zu bekommen, dein Kopf ist doch kaputt. Ja, er war auch komplett kaputt. Ja. Ich hatte zwei Freunde, auch zwei YouTuber eingeladen. Dima war bei mir zu Besuch. Ja. Und wir gehen so in die Stadtrunde, dass ich die zum Zug begleite. Und ich sehe halt in den Zeitungsständer mein Gesicht in allen drei verschiedenen österreichischen Zeitungen. Das war ein bisschen hart. Ich nehme so alle drei Zeitungen, gehe wieder hoch in die Wohnung. Ich gucke mir das an. Ich packe mein Leben. Ich denke mir, was ist passiert? Ich mache so die zweite Seite auf. Da war gerade in Stuttgart irgend so ein Typ, hat mit so einem langen Messer hat er wen die Hand abgehackt und das war einfach die zweite Seite, musst du dir vorstellen. Ja. Weißt du, das war eigentlich so schlimm, dass das eigentlich auch die... Ja, er hat die einfach auf offener Straße, keine Ahnung, was da passiert ist. Ja. Aber trotzdem war mein Gesicht auf Seite 1, ja. Krass. Ja, das war schon eine harte Zeit. Dann habe ich meinen Namen gegoogelt, alles voll, komplett. Ich wollte dann meinen Namen ändern. Ich denke mir, Alter, das gibt's doch nicht. Kannst deinen Namen kurz ändern einfach. Das war Katastrophe. Aber war das dann für dich so, wurdest du dann auf den Boden der Tatsachen, also würdest du auch sagen, du bist selber daran schuld, dass das so gekommen ist? Ja, ich bin schon selber daran schuld. Und war das dann so, dass du sagst, du bist dann damit so auf den Boden der Tatsachen gekommen oder keine Ahnung, Alter? Ja, ich habe es das erste Jahr noch gar nicht so realisiert eigentlich. Also man realisiert, ja, Insolvenz, dies, das und so. Dann kam ja das Video. Nach dem Video habe ich so viel positive Nachrichten bekommen. Das hat mir dann wieder ein bisschen Kraft gegeben, auch von so Superstars eigentlich. Ja, wer hat da so geschrieben? Was war das? Voll viele. Kai Havertz hat mir, Petro, voll viele Rapper, YouTuber. Wir haben alle geschrieben eigentlich. Weil ich glaube, ich war auch der Erste, bei dem das so öffentlich
Nachdem sind ja alle gekommen, Alter. Einfach jeder auf den Hype hat auf einmal. Jeder hat Probleme und jeder hat Depressionen. Ja. Und jeder hat Finanzamtsschulden. War ein bisschen komisch, aber ja. Das ist, also ich weiß nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, für uns ist es natürlich auch eine neue Welt. So. Ja. Und ich glaube, und da ist wieder das Thema Punkt Schule. Wenn man das einfach mal in der Schule haben könnte, ne, wenn es um Steuern geht und so. Oft ist es immer so, also wenn ich jetzt auch mal von uns spreche, so man hat darüber geredet, man hört davon und es ist ein wichtiges Thema, aber man macht oder manchmal macht man sich nicht so Gedanken darum oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist dann immer so, dabei ist es so wichtig. Sehr, weil sehr wichtig. Wie man sieht, man kann halt krass auf die Fresse fliegen einfach damit. Ja. Weißt du, kommt richtig viel Geld und so, geil, lass mal in Urlaub fliegen, Alter. Es hat mir nie jemand gesagt, dass wenn dieses Kackgeld auf mein Konto kommt und diese 10.000 Euro, davon sind nicht 10.000 Euro mir, aber ich habe das immer gedacht, dass 10.000 Euro gehören mir. Ach, wie, was, das ganze Geld ist meins? Dass 5.000 Euro erstmal wegkommen und dann denkst du, Alter, und dann musst du auch dein Management bezahlen und musst das dann machen. Und denkst du so, what the fuck, dann hast du nachher noch 2.000 Euro. Und denkst du so, wo ist der ganze Geld hin, Alter? Ja. Ich weiß noch, das erste Mal, wo das erste Geld hergekommen ist, ich war ja noch Installateur, ich habe so 700 Euro verdient beim so zweiten Lehrjahr. Und Case ruft mich an, er sagt, ey Krabs, wenn wir den Burger essen in dem Video, kriegen wir 10.000 Euro. War das noch der Pizza-Burger? Das war der Pizza-Burger, oh ja. Mein so geliebt. Das war der Pizza-Burger. Das waren legendäre Zeiten. Und ich denke mir so, das gibt's doch wie viel, nicht. Wie viel war das? 10.000 Euro. Also 5.000 Case, 5.000 ich. Und dann habe ich halt meinen Chef angerufen und ich sage so, ey, ich komme nie wieder. Hat mich gefreut und so. Wir machen jetzt nur mehr das. Ehrlich? Ja. Das war der, also Pizza-Burger-Kooperation war der Moment, wo du gesagt hast. Das war's, ja. Echt? Ja. Ach, krass. Das war's, ja. Aber was war das für dich für einen Moment? Ja, war heftig. Ja? War schon nice. Danach sind ja voll viele gekommen, so kleinere wieder, 2.000, 3.000, 5.000 wieder. Danach ging es ja komplett weiter. Aber ich kenne von Jerry viele Story so von dir, wie du halt YouTube angefangen hast. Also es war, ich war gar nicht so meine Bubble. Ich war immer so Gangto, so Line TV und Melina und so Shirin. Ja. Bist du quasi durch Cass zu YouTube gekommen? Ja. Oder warst du von vornherein schon am Start? Oder warst du quasi so sein Nachrücker so mäßig? Er hat ja immer gezockt. Also ich bin ja immer hinter ihm gesessen. Er hat ja 12 Stunden gezockt. Ich dachte mir, wie krass zockt der Typ, weißt du? Er hat wirklich heftig zocken können. Und ich war halt immer im Hintergrund und habe dann immer die Kamera gehalten für ihn. Ah, echt? Ja. Und ich glaube sogar das erste Video, nein, nicht jetzt bei dem Dings, aber so, wenn er irgendwas geredet hat und so, war ich halt der Kameramann. Eigentlich bin ich der Kameramann von KS. Ah, ja. Gewesen. Ja, gewesen. Okay. Und ja, dann irgendwann wollte er so ein Real-Life-Video machen. Da hat er auch mich als erster gezeigt. Dann kannten mich voll viele Leute schon. Ohne dass ich es weiß, ich hatte nichts mit YouTube zu tun, ich kannte mich null aus und mir war es auch eigentlich egal, er hat mich einfach gefilmt, ich sage, ja klar kannst du mich filmen und ja, so ging es dann weiter. Was war das da, wo er dich damals das erste Mal gezeigt hat, wie viele Abonnenten hat er da gehabt? Das war so, er hat so Gaming-Zeit 100.000 Abonnenten oder was gehabt glaub, beim Gaming, ne? Ich glaube, das war 100.000 Abonnenten. Und er ist ja auch er ist ja ziemlich bekannt damit geworden, weil er auch krass ausgerastet ist und sowas alles und so, ne? So. Ja. Ich denke, das waren legendäre Zeiten, Alter. Das waren schon heftige Zeiten. Das ist heftig, Alter. Und dann das erste Mal so richtig konfrontiert wurde ich, wo wir in Berlin mit Marcel Scorpion und Biscavasa war auch da war so ein Fantreffen von den Jungs und von ApoRed. Und da bin ich halt rausgegangen und so 6.000 Leute, ich hatte keinen YouTube-Kanal, nichts. Ich habe gerade mein erstes Video gedreht, weißt du? Und 6.000 Leute schreien, Krabi, Krabi, ich pack mein Leben nicht. Ich denke mir, woher kennen die mich und so. Das war schon auch ein heftiger Moment. Das war in der Mall of Berlin, ne? Ja, genau. Ja, kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich glaub, Kumpels von mir sind hingegangen. Ich bin selber nicht hingegangen, aber Kumpels von mir waren da. Das war, ich glaube, das war in Deutschland so eins der ersten so von YouTubern so richtig großes Fantreffen, oder? Kann sein? Ja, das war, glaube ich, ja, das erste. Wir haben auch gar kein Geld bekommen oder sonst was. Nur den Flug haben wir bezahlt bekommen. Von der Mall of Berlin war das direkt, oder was? Ja. Krass. Das war schon war heftig. Heftig, ja. Aber würdest du sagen, alles, was danach kam, war ja dann noch gestörter. Also ihr seid ja auf, ihr habt ja Touren gemacht und was weiß ich alles. Also es ist ja, ich sag ja, du hast ein scheiß Rockstar-Leben gelebt, Alter. Ja. Du hast bestimmt nur die erste Gangtour geguckt und so. Ich war ja du warst auch dabei. Nee, die erste Gangtour war ich nicht dabei. Aber bei der zweiten warst du dabei? Bei der zweiten war ich dabei. Also bei, einer, bei der ersten habe ich noch im Bettbüro gearbeitet und habe mir jedes Video angeguckt. Echt? Jedes Video. Ich dachte mir, wie geil muss das sein, wenn du einfach mit deinen Jungs auf Gangtour bist und so. Und ich mochte halt Julian Bam, weil wegen Tanzen. Ich habe vor YouTube schon getanzt.
Also ich habe mein erstes YouTube-Video, also so Tanzvideo, 2011 hochgeladen. Da war ich noch gefühlt flüssig. Irgendwie. Ja, 2011, das war 2011, ne? Ja. Und dann also so 10 Tanzvideos gemacht. Und da habe ich halt immer Julian Bam geguckt. Ich dachte mir, wie geil, er tanzt Breakdance und so. Und so, weiß ich nicht, 2 Jahre später habe ich den beim Feiern kennengelernt und so, habe mein Leben nicht gefragt. Dachte mir, wie geil. Nee, krass. Voll viel mit ihm gequatscht und so, war schon nice. Das passiert dann halt so schnell, wir haben es auch mitbekommen. Ja. Jetzt in den letzten 2 Jahren, weil ich bei Köln war, Noah ist dann auf TikTok größer geworden und so. Du auf einmal, weißt du, du gehst in einen Club rein oder bist auf irgendeinem Event und auf einmal unterhältst du dich mit jemandem, den du jahrelang geguckt hast. Du hast den einfach jahrelang verfolgt. So, das ist so, wie utopisch das manchmal ist. Ja. Ne? So, also, du warst von Julian Bam Fanboy, was war noch so Leute, wo du gesagt hast, boah, war krass? War eigentlich nur Julian Bam wegen dem Tanzen. Ja. Es war echt nur wegen dem Tanzen. Und halt auch die ganze Gang und so, wie die waren ja alle cool miteinander und die hatten ja, man hat ja gesehen, dass die richtig viel Spaß hatten. Bei der zweiten Gangtour warst du dabei? Zweiten Gangtour, ja, da waren wir, ich weiß gar nicht, wo wir da so einen Auftritt hatten. Auf jeden Fall ist Mike Singer vorbeigekommen mit seinem Manager Osama und dann haben mir die halt erzählt, dass Osama die Gangtour organisiert und ich dann wie ein kleines Kind, ich sage, hey Osama, ich muss mit auf die Gangtour, bitte und so, lass uns mit, und er dachte, ich verarsche ihn. Er sagt, hör auf und so, weißt du. Ich sag so, nein, ich meine das ernst, ich muss da unbedingt mit. Und ja, dann sind wir nach Österreich zurück und dann hat er mich angerufen, er sagt, ja, wir nehmen euch mit. Das war krass. Aber auch im übelsten Hype. Ja. Das war euer Hype so? Das war 2017, glaube ich, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, aber ich glaube 2017. Dann Pause, Leute! Echt? Ja? Kannst du mir die Hausaufgaben geben, kurz zum Abschreiben? Noah, ganz kurz. Wir melden uns ja hier tagtäglich an Reihen, ne? Sag jetzt den Leuten, was haben wir gemacht? Wo haben wir angerufen? Was haben wir geklärt? Sag's jetzt. Wir haben mal Papa Pizza angerufen, haben mal kurz gefragt, hey, ist ja ganz cool, dass wir hier die ganze Zeit was für uns haben, aber wir wollen natürlich auch irgendwas für unsere Community haben. Und da haben wir uns gedacht, dass wir einfach die Mails verlosen und zu euch nach Hause kommen. Leute, wir kommen zu euch nach Hause. Ihr könnt euch mit uns ein Reihen melden. Auf der Couch, auf dem Küchentisch oder da, wo ihr... Küchentisch. Also ganz einfache Teilnahme. Schreibt uns bei unserem Chaos für Anfänger-Kanal auf Instagram Hashtag Melz und aus welcher Stadt du kommst. Und dann kommen wir zu euch nach Hause und melzen uns ordentlich einen rein. Also macht euch keine Sorgen und bringt, beziehungsweise wir bringen Essen mit und ihr müsst Hunger haben. Wir sind da. Wir haben ein Problem. Was? Wir sind gleich dran mit dem Vortrag. Hast du es gemacht oder nicht? Natürlich nicht, ne? Das war heute? Ja, natürlich, jetzt gleich. Der Vortrag über Uniqlo. Oh, guck mal, das Einzige, was ich gerade noch aufgeschrieben habe, ist, es gibt normales Heat-Tech, es gibt Heat-Tech Extra Warm und es gibt Heat-Tech Ultra Warm. Oh. Achso, und dann gibt es noch Heat-Tech Ultra Light. Ja. Aber das gibt es zurzeit nur für Frauen. Oh mein Gott, Digga, ich hab alles vergessen. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, das reduziert die Feuchtigkeit. Absorbiert Feuchtigkeit war es, Junge. Absorbiert Feuchtigkeit und die reduziert die Körpertemperatur. Nee, es speichert die Körperwärme. Oh mein Gott, ich bin gar nicht vorbereitet. Es wird eine Vollkatastrophe. Leute, Scheiße. Wenn ihr wollt, dass wir hier nicht verkacken, guckt mal für uns auf die Internetseite bei uniqlo.de, damit ihr wisst, wie es wirklich richtig funktioniert. Zurück aus der Pause, hast du hoffentlich diesmal kein Wurstbrot geklaut. Doch. 3 diesmal. Also Gangtour war schon dann, wo du sagst, eine krasse Sache gewesen. Wer war denn noch dabei bei der Gangtour? Gangtour, würde ich sagen, war so von den Erlebnissen Top 2, würde ich sagen. Echt? Top 2? Ja, was ich so erlebt habe auf der Gangtour. Wir waren ja... Wie viele Städte waren das eigentlich? Wir waren einen Monat unterwegs. Einen Monat und so 5 Tage. Und wir waren in, keine Ahnung, 20, 30 Städte. Aber war das, ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig an diese Zeit zurück, war das, ihr habt ja nicht in dem Bus geschlafen, ne? Nee, wir hatten... Ihr habt immer Hotels in einer Haut, wir hatten auch noch ein Hotel, wir hatten 3 so Tourbusse mit unseren Gesichtern oben und dann in jeder Stadt hatten wir ein eigenes Hotel. Geil, das war schon, Das heftig. Das würde ich mir auch mal wünschen, sowas würde ich auch gerne machen. Boah, wir gehen so und da haben wir dann so einen Bus. Das ist echt das Krasseste, ehrlich, mit deinen Jungs dein und Gesicht so, ja. Drauf. Das ist ja, muss ja gestört sein. Ich bin auch, wir sind auch mit dem Tourbus und so, wir waren voll cool mit dem Busfahrer, wir sind auch mit dem Tourbus zum Club gefahren jedes Mal. Der hat uns vor dem Club rausgelassen, jeder guckt so, was passiert hier. Die ganze steigen einfach aus dem Bus, aber so kommen so zu 7 da raus, glaube ich, eine Fußballmannschaft einfach ins Stadion rein. Ja, das war schon heftig. Gab schon heftige Sachen, ja. Was war, dann gab's, du hast die Gangtour habt ihr mitgemacht und dann gab's so Videodays. Video Days, ja. Was? Video Days war der allererste Auftritt von KS, wo er live performt hat. War das noch, hier, warte. Warte, wie hieß der Song?
Tunnelblick? Nein, das war nur, das war eine das Million nur. Da hat er nur eine Million gegeben. Und den Senorita. Achso, hat das auch gesungen? Nee, nicht das, nicht. Ich habe jetzt von Pedro gesungen. Aber das ey, wie ging Pedro der scheiß Song, Alter? komm mit mir an die Copacabana. Ey, warte, ne, das war doch Tunnelblick damals? Ey, wie ging der Song, Mann? Ich hab den Song vergessen. Senorita hieß der. Aber ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war das der erste Auftritt. Wir hatten keine Securities, nichts. Ich stehe da so vor der Bühne. Ich zitter so. Ich denke mir, also da waren 15.000 Leute. Ich denk hast mir, du mitgesungen? Ja, ich habe mitgesungen. Hör zu, ich habe noch nie gesungen so yeah. vorhin. Ich müsste eigentlich nur KS Backup machen. Und ich war so nervös. Ich habe in das Mikro reingeschrien. Wow, da. Und man, es war alles übersteuert. Und später bin ich hoch zu Osama und er macht, er klopft sich so am Kopf, er sagt, ey, was hast du gemacht? Ich sag so, was habe ich gemacht? Er sagt, du hast reingeschrien, die ganze Halle war übersteuert und so. Ich denke mir so, oh nein, ach du Scheiße. Und dann ist ja noch KuchenTV hochgekommen. Was war das eigentlich? Was war da los? Was war das Ziel von ihm? Also ihr seid aufgetreten, ganz normal Videodays Auftritt und dann kam er auf die Bühne? Dann kam er auf die Bühne und hat in so einem Kostüm seinen anderen Freund als so Doggy genommen. Und ich dachte eigentlich, das wäre Inscope und Sascha. Echt? Und ja, und ich dachte, die wollten so Spaß machen. Und ich kannte KuchenTV gar nicht. Und dann sind wir halt runtergegangen und er meinte, ja, der ist so ein Typ, der Leute verarscht und fertig macht. Da bin ich durchgedreht. Echt? Dann habe ich den ganze Zeit gesucht und ich wollte den auch wissen, ohne Spaß. Ich denke mir, warum macht er das? Bei unserem ersten Auftritt, wir sind todesnervös. Ja. Und ja, dann hat er so ein Video gepostet und Katastrophe. Dann hatten wir 100.000 Dislikes nächsten Tag auf so ein Video, weil er das Video gepostet hat, weil KS das H-Wort gesagt hat. Aha. Und wir machen so ein Video und es hat einfach 100.000 Dislikes. Und ich denke mir, ach du Scheiße. Also das war das erste Mal, wo ich so Hate bekommen habe. Ja, das war harter Hate. Die haben auch alles Mögliche geschrieben. Aber alles nur daraus, weil KuchenTV auf die Bühne gegangen ist? Genau, ja. Und KS halt hat auf der Bühne das H-Wort gesagt. Also zu ihm? Zu ihm, ja. Und er hat sich auf das halt ganze Zeit festgesetzt. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, jetzt, ne? Ich glaube, wenn jeder jetzt mal darüber nachdenkt, du auf der Bühne stehst und Auftritt hast, vor 15.000 Menschen super nervös bist und da kommt jemand und crasht deine Show, wirst du ja nicht zu ihm sagen, ey Bruder, danke, dass du da warst. Genau, ja. Kannst du bitte runtergehen? Ja. Stell dir mal vor, der würde es machen bei dir. Ja, ich würde einfach sagen, ich würde da drauftreten einfach. Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe auch gesagt und so, hätte ich gewusst und so, dann hätte ich bestimmt irgendeine Scheiße gebaut. Aber vielleicht gut so, dass es nicht passiert genau, ist. Ja. Gut so, dass du dachtest, es war Sascha und Insko. Ja. Oder? Also ich will nicht wissen, was da passiert wäre, wenn du gewusst hättest, was los ist. Ich will auch nicht wissen. Der Scheiße geendet auf jeden Fall. Also, die haben ja draußen auch so ein bisschen gerangelt, er und KS. Und er hat ja alles gefilmt von seiner Hosentasche. Und das dann alles öffentlich gestellt? Und hat alles öffentlich gestellt. Ja, komplett ekliger Typ. Aber was hat er am Ende davon gehabt, euch so zu... Ja, Presse halt. Ne? Also ich glaube schon, dass ihm das viel gebracht hat. Ja? Ja. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum ihr schlecht dagestanden seid. Wegen dem H-Wort. Er hat sich nur auf das festgesetzt und weil wir haben ihn geschubst und haben ihn... Ich habe ihm seine Legrier weggenommen, habe die Speicherkarte rausgenommen, habe die Speicherkarte eingesteckt und habe ihm die Legrier zurückgegeben. Stimmt. Dann ist er nach Hause gefahren und wollte das Video schneiden. Ah, jetzt nehme ich die auseinander. Mach die Legrier auf, ist keine Speicherkarte drin. Und das war auch so wegen Diebstahl und so, dass man das nicht macht, hat er sich auf das festgesetzt. Ja, also ganz ehrlich. Ach, eigentlich Kindergarten. Eigentlich Kindergarten, Mann. Es ist so krass, dass Leute einen am Boden sehen. Also ich check das halt nicht. Lass doch machen. Also warum muss ich euren Auftritt crashen? So, das check ich nicht. Ich diese Missgunst einfach. Ich habe den Typen noch nie mein ganzes Leben gesehen vorher. Noch nie vorher geschrieben, gar nichts. Noch nie gesehen, noch nie gehört, nichts. KS schon, KS hat sogar, er war sogar cool mit ihm, hat er mir erzählt. Aber ist er immer noch unrelevant? Weiß nicht. KuchenTV? Ich würde gerne einen Boxkampf machen. Gegen ihn? Aber er traut sich das nicht. Das ist der Aufruf, Leute. Er traut sich nicht. KuchenTV, wenn du das jetzt hier hörst. KuchenTV, ich gebe dir 100.000 Euro, wenn du mit mir einen Boxkampf machst. Oh mein Gott. Komm. Ja, wir haben noch eine Rechnung offen. Die Speicherkarte. Es geht um die Speicherkarte. 100.000 Euro Speicherkarte. Die goldene. Das wär's jetzt. Ja, würdest du machen? Ja, würde ich schon. Safe. Würdest du sagen, ich würde auch gegen andere. Ja? Ja. Also generell würdest du... Safe machen? Ja. Auch gegen mich?
Nein, warum? Wir sind Freunde, wir können nicht okay. dingen. Oh, Ehrenmann, Ehrenmann. Geht nicht. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir so die Zeit zurückgehen, ihr habt, deswegen ist Schulthema einfach überkrass und ich freue mich, dass du auch wirklich in diesem Thema hier bist, ihr habt bei Millionen von Menschen einfach deren ihre Schulzeit begleitet. Ich glaube, ja. Ist es dir bewusst eigentlich, wie viele Leute ihr, ey, ich glaube, ihr habt Fußball-Challenges, habt ihr geprägt. Ja. Fußball, die Videos haben 10 Millionen Aufrufe. Über Fußball-Challenge. Digga, wie jemand Fußball spielt, Challenge gegeneinander macht, 10 Millionen Aufrufe. Ja, das war schon. Aber ja, wir waren uns gar nicht bewusst, dass das so viele Aufrufe macht. Wir hatten einfach Spaß beim Videodrehen und gegenseitig haben wir uns halt immer verarscht. Ja. Und das kam richtig gut an. Aber das ist auch so, würde ich sagen, so Druck irgendwann für dich? Dass du sagst, boah, es sind so viele Leute auf einmal. Und du machst so, machst das, also ich kenne das von mir selber halt. Ja. Irgendwann, also bei mir war das halt nur so ein Druck einfach, dass ich Videos posten muss, für mich einfach. Ne? Weil ich so, okay, nur sehen voll viele Leute, ich muss jetzt weitermachen, weil Leute wollen was sehen. Ja. So. Aber wenn ich drüber nachdenke, dass man so eine ganze Jugend oder eine ganze Zeit an Kindern so geprägt hat, ich würde für mich wahrscheinlich voller Druck sein, so dass man denkt, boah, sind mit mir groß geworden so irgendwie. Ja. Aber das war mir gar nicht so bewusst noch zu dem Zeitpunkt. Jetzt die letzten 2-3 Jahre, wenn ich so feiern gegangen bin oder rausgegangen bin, kommt jeder zu mir hin, die sagen, hey, warst meine Kindheit, Legende, umarmen uns und so, weißt du, das ist schon schön. Also die Leute sprechen dich schon auf der Straße an? Ja, viel, ja. Ja. Würdest du sagen, weil so ein bisschen ist das ja jetzt hier gerade so ein bisschen dein Internet, so ein kleines Comeback. Ja. Würdest du es nochmal machen wollen? Würdest du nochmal sagen, ey, ich mache nochmal YouTube und so? Twitch? Boah, weiß ich gar nicht. Nee? Weiß ich nicht. Oder generell würdest du nochmal den Schritt in die Öffentlichkeit so groß wagen? Vielleicht ein bisschen anders. Wie anders? Nicht so öffentlich. Okay. Die wussten ja, wo wir wohnen, die wussten ja alles. Da waren immer vor unserer Haustür waren 50, 60 Leute. Das kann ich mir, man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein Riesenhype war einfach, ne? Also ich kannte euch, ich wusste immer, wer ihr wart und habe es so immer gesehen, hatte auch auf dem Schirm oder Apo Red Zeiten hier, rote Schuhe, Apo Red. Arme aus dem Benza. Photoshop das war auch, kein Job. Das ist auch eine lustige Story, das haben wir ja mit Kamera aufgenommen. Also den Ton. Den Ton haben wir mit Kamera aufgenommen. Bei Floci zu Hause noch in seiner alten Wohnung haben wir das aufgenommen und dann haben wir in so 2 Stunden haben wir das Video gedreht mit der Legeria. Und das war eigentlich nur ein Spaßvideo und es ist komplett explodiert. Digga, weißt du auch, was ihr geprägt habt? Waveboards, nee, wie hießen die? Hoverboards. Ich hab auch ihr wart Gesichter von Hoverboards. Hoverboards. Ihr wart ja auch hier, Photoshop war doch auch Hoverboard drin Hoverboard. Und so. Da hat auch Red ist gefahren mit dem Hoverboard, dann hat sie ihm auf die Fresse gehauen und dann hat er sich die Schulter ausgekugelt. Oh. Im Videodreh. Da sind wir im Videodreh ins Krankenhaus gefahren, die haben ihm die Schulter wieder eingehängt und dann sind wir wieder weiter drehen gegangen. Bei Photoshop? Bei Photoshop. Was? Ja. Dann ist er nicht mehr aufs Hoverboard gegangen. Da sind ja wir, ich und Kay ist links und rechts neben ihm, aber er hatte ja auch eins. Er müsste ja auch eigentlich fahren, aber er ist dann nur nochmal gegangen. War schon lustig. Überleg mal so, aus Gag einfach und heute setzen sich die Leute ins Studio, machen allen drum und dran und was hat Photoshop, wie viele Aufrufe hat das gehabt? Ich weiß gar nicht, ich glaube. Das war auch eine ganze Zeit lang das meist gedislikte Video auf ganz YouTube, ne? 30 Millionen? Ja. Aber ja, man stimmt. War das nicht aber erst nach der Verarsche von Inscope? Nee. Der hat das so verarscht, oder? Ja, der hat das danach dann verarscht. Ja, später. Ja, war es viel später erst? Viel später, ja. So ein Jahr später, glaube ich. Aber das ist so krass. Und wo du gesagt hast, dass die Leute, ich kenne das ja auch, die Geschichten von dir. Berlin war, glaube ich, ich weiß nicht, was würdest du sagen, wie war Berlin für euch? Boah, Berlin. Also wir sind ja aus Österreich, wir kommen aus so einem kleinen Dorf eigentlich, 40.000 Einwohner. Und da waren wir halt bei ProSieben unter Vertrag. Und die meinten zu uns, ja, wir haben eine YouTuber-Wohnung, da waren vorher YouTuber drinnen und ihr könnt da jetzt einziehen für ein Jahr. Müsst nichts zahlen, nichts. Und wir haben sofort, ich habe auf einen und den anderen Tag meine Sachen gepackt. Ich habe gar nichts mitgenommen. Ich bin da rein in so einen Möbelladen. Ich habe alles neu gekauft. Komplett. Alle, die ganze Einrichtung haben wir komplett neu gekauft. Und ja, das war halt, dann gab es halt da so einen Balkon. Wir waren halt so im ersten Stock und gegenüber von uns war eine Schule. Mhm. Und wir mussten halt aufpassen, dass wir uns die nie sehen von der Schule. Und Kay ist eines Tages, ich glaube, er war eine Rauchen auf dem Balkon und einer hat ihn nur gesehen. Und der hat das der ganzen Schule weitererzählt. Was ein Pisser. Am nächsten Tag waren 2000 Schüler vor unserer Dings um 7.30 Uhr, bevor die Schule losgeht. Jeden Tag.
sind die, bevor die in die Schule gegangen sind, sind die vorher zu uns gekommen. Ey, Krabi, komm runter. Ernsthaft? Jetzt, ja, Polizei gekommen. Ich musste jeden Tag um 7.30 Uhr runter mit Polizei sagen, ey, wir... Wir können nichts dafür. Wir können nichts dafür, ja. Einfach. Dann wollten die uns auch eine Strafe geben, so von 5.000 Euro wegen... Weil die dachten, wir machen was für Schulschwänzer und so. Denk mir so, was geht ab? Was? Ja, Katastrophe. Dann nach so einem halben Jahr sagen die mir, das war mal so ein Puff, die Wohnung. Weißt was? Du? Und da klingeln Leute und fragen, ob das noch ein Puff ist. Ich denk mir so, was geht ab? Und ich sag zu dem ProSieben-Manager, ich sag so, ey, warum fragen die mich, ob das ein Puff ist? Und so, er sagt, ah ja, das war das älteste Puff, glaube ich, in Berlin und so 30, 40 Jahre. Und dann, ich lieg da so im Bett, ich denke mir so, Alter, was ist hier alles passiert? Ja. Aber auch mit euch, kann man ja, ja auch sagen. Ja. Nicht nur vorher, ja, sondern auch mit euch. Nach, danach auch, ja. Danach eher so ein Laufhaus gewesen. Das war schon verrückt. Aber würdest du sagen, so auch, na, jetzt sagen wir uns auch mal Berlin-Zeiten und so, mit den Frauen war ja wirklich, ich glaube, das war Champions League für euch? Oder? Ja. War schon sehr, sehr lustig, ja. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Ja, es hat halt alles angefangen, wie wir die YouTube-Videos gemacht haben, ab da. Wir sind einfach auf euch geflogen, ja. Egal, wo wir hingegangen sind. Ich kenne eine Story von euch, was so negativ ist, irgendwie dieses, dass ihr auf Klo gegangen seid und selbst die Leute auf Klo, mit auf Klo gekommen sind, euch nach Bildern gefragt haben und sowas alles. Also überall. Ja klar, warte kurz. Überall, wirklich, die sind überall gekommen. Auch die Lehrer und so, wir haben gerade gegessen und die Lehrer hatten gar keinen Respekt. Die sagen, ey, steh jetzt mal auf und so, mach mit den Jungs da draußen ein Bild. Lehrer? Ja, so ein Lehrer halt, weil die mussten wegfahren irgendwo hin. Ja. Also so Schüler hatten so einen Ausflug und die wollten unbedingt Bilder machen, aber wir haben gerade gegessen. Und da bin ich durchgedreht, ich sag so, ey, wer bist du jetzt, Alter? Ich will jetzt keine Bilder machen, ich esse gerade. Katastrophe. Es ist... Und das hat mir auch auf der Gangtour, wir waren auf Gangtour und Dima hat mir das alles erzählt. Er meinte so zu mir, ey, irgendwann wird dich das heftig abfacken. Und ich meinte so zu ihm, nein, keine Chance. Keine Chance und so. Ich bin nett, ich bin sympathisch, ich bin so jedem gleich. Aber dann so nach 2, 3 Jahren habe ich mich zu Hause versteckt. Ich wollte gar nicht mehr rausgehen. Ich denke mal, also bei euch sind das ja nochmal Ausmaße gewesen oder bei dir. Das ist ja, also ich will nicht sagen, dass meins Kinderklacks oder unser Kinderklacks dann ist. Aber das ist schon eine ganz andere Haus. Also, das ist ja, das kannst du gar nicht vergleichen. Natürlich, wenn wir in Clubs sind, oder also wenn du, komm mal an, zu so Kirmes oder so, dann kommen halt viele Leute zu und sagen, hey, Foto, und dann ist es auch mal viel. Da hast du auch so 30 Leute, um dich rumstehen. Ja. Alter. Ja. Aber wenn aber dann 3000 Leute um dich rumstehen und von dir alle was wollen, ich weiß nicht. 300 ist auch schon zu viel. Ja, natürlich. 300 kannst du nicht mehr handeln. Und dann überlegst du so, mir folgen 70.000 Leute auf Instagram, und denkst du so, 70.000, weißt du, stell dir mal 70.000 vor. Ja. Ich bin ja mit 10 manchmal überfordert, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Hallo, ja. Ja. Da hast du mal auf 100.000 stehen. Das ist crazy, glaube ich. War schon heftig, ja. Ey, also ihr wart ja, guck mal, es wurde ja immer gesagt, ihr seid Österreichs größter YouTuber. So. Das war auch das Problem, dass wir aus Österreich gekommen sind und in Österreich gab es ja keine Influencer. Die haben wegen KS, hat YouTube so Werbedings geschaltet erst. Die mussten das erst machen. Das gab es ja noch gar nicht. KS hat ja keinen Cent verdient bis zu den 100.000. Ja. Dann kam erst so diese Werbemarketing und so Werbeeinnahmen, ja. Einfach KS ist der Grund, warum Österreich mal auf den Dampfer gekommen ist, Werbeeinnahmen auf YouTube zu schalten. Ja. Der Geist ist gestört. Ja. Also ernsthaft jetzt. Also, ihr habt halt einfach den Überhype gehabt und würdest du sagen, also du bereust es, zum Beispiel, dass du jetzt sagst, sag ich das am besten? Wenn du sagst so, ihr hättet weitermachen können. Ja. Hättest du gerne weitergemacht? So mit allem, mit YouTube und allem drum und dran? Hättest du gerne weitergemacht? Weil es ist ja eine Sternstunde einfach. Ja. Ihr habt ja eigentlich wirklich, ihr habt ja irgendwie alles gehabt, was man sich so wünschen kann im Leben. Ja. Das Problem ist halt, wir haben auch dann angefangen Gras zu rauchen. Wir waren ja immer mit Rappern eigentlich unterwegs. Mhm. Und jeder Rapper hat Gras geraucht und wir haben auch dann mitgeraucht. Und dann haben wir, wo wir in Berlin in der Zeit waren, auch voll viel Gras geraucht. Und die Rapper waren immer bei uns und haben halt gechillt. Das war vielleicht auch ein Fehler, dass wir faul geworden sind. Welche Rapper waren das so, mit denen ihr gechillt habt? Das darf ich jetzt nicht sagen. Darf ich nicht sagen? Nein, darf ich nicht sagen. Aber waren schon heftige, die sind jetzt gerade top.
Ja, die Jungs, ja. Ich sag das ja. MC Bibbles, der eine. Also meinst du, dass das Gras auch krasse Sache war, warum ihr nicht mehr so krass weitergemacht habt? Also wir hatten keinen Bock mehr, also Videos zu drehen. Dann ist auch in Berlin, die haben halt Steine reingeworfen und so. Wir hatten eigentlich irgendwie so einen Abfuck auf die Fans, weil die wollten eigentlich nur Bilder mit uns machen, aber schmeißen Stein durchs Fenster. In eure Wohnung? Ja, komplett. Wir liegen so auf der Couch. Auf einmal kommt so ein Pflasterstein rein. Ich pack mein Leben nicht. Ich denke mir, was geht hier ab jetzt? Polizei krass. Gerufen, konnte nichts machen. Der ist einfach, ja. Ich guck so runter, er schreit, ey Krabbi, können wir ein Bild machen? Ich sag so, verpiss dich. Bist du verrückt? Also du hast gerade den Stein reingeworfen. Wie ist er weggelaufen. Die einfach werden können, ne? Berlin waren die schon sehr, sehr respektlos. Also würdest du sagen, Berlin war schon harte Zeit noch für euch? Ja. Ja? War schon hart, ja. Man fühlt sich einfach nicht mehr so wohl. Ihr seid ja dann nach Österreich zurückgegangen. Genau, wieder, ne? Ja. Weil ihr einfach gesagt habt. Da waren wir auch noch, da hatten wir ja noch unsere eigene Tour, die Bordells Tour. Mhm. Oh, ja. Mit so einem Manager halt. Ja. Der hat uns auch komplett auseinandergenommen. Ja. Er hat halt alles geplant und so. Bei dem haben wir 1 Million aufgenommen, ist halt explodiert. Und dann dachten wir, also Case dachte sich, er muss jetzt mit ihm weiterarbeiten und wurde uns auch von ProSieben empfohlen, also der Typ, wir dachten uns, da kann ja nichts sein eigentlich. Und ja, dann sind wir halt auf Tour gefahren, auf unsere eigene Tour, das war auch heftig, habe alle meine Jungs mitgenommen in den Tourbus rein und sind wir komplett durch Österreich und Deutschland gefahren. Das ist so crazy, ne? Ja, und dann die letzten 3 Tage, der Manager ist einfach weg. Der Manager ist einfach weg. Ich bin einfach Tourmanager auf einmal. Er ist einfach abgehauen, oder was? Ist abgehauen, ja. Und gab es einen Grund, warum sagt er auf einmal so, ja Jungs, ich bin dann mal, ne, ich fahr mal Urlaub? Er hat so ein bisschen versucht, dass er sich entfernt so von der Gruppe, weil er schon einen Plan hatte, was er machen wird. Ja. Das ist mir erst später bewusst worden. Sonst hat er gesagt, er kann jetzt nicht, er muss was anderes machen und so. Und dann habe ich halt Tourmanager gemacht und alles Mögliche, die letzten 3 Tage für die Fans halt, die Ticket gekauft haben. Aber was war denn sein Plan? Sein Plan war es, euch Geld aus den Taschen zu ziehen, ja. Oder was? Ja? Echt? Er hat uns heftig viel Geld aus der Tasche gezogen. Ich weiß noch, wir sind in Linz. Ich rechne mir so aus, dass wir so 500.000 machen. Mit einem Tourstopp? Nein. Nee, mit der ganzen Tour, komplette okay, Tour. 500.000. Also 250 KS, 250 ich. Ja. Und wir rechnen so, ich habe nicht mehr geschlafen den Tag. Ich denke mir so, jetzt, wenn ich morgen aufstehe, ich bin reich, weißt du? Dann wir stehen auf so in der Früh, dann gucken wir drauf. Er hat einfach nur 5.000 Euro überwiesen. Er hat einfach nur 5.000 Euro überwiesen und schreibt, ja, teilt das auf euch 3 auf. 5.000 Euro für eure ganze Bordells-Tour? Für unsere ganze Bordells-Tour. Für euch 3? Für uns 3. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, wir sind am Arsch. Wir sind so heftig am Arsch. Und ja, dann noch mehr Gras geraucht, zu Hause geblieben, gestritten, alles Mögliche. Das war dann komplett Eskalation. Es ist so krass, wie Leute einen einfach auseinandernehmen können. Also einfach ja. Von einem Tag auf den anderen, du machst eine Tour mit denen und er hat sich dann das ganze Geld am Ende eingesteckt, ja, oder was? Und ist abgehauen in die Türkei. Und ist jetzt weg, also nie ist wieder weg. Gesehen auch. Nee, wir waren beim Anwalt und so, der meinte dann auch, wir müssen in Berlin, also wir müssen das in Berlin aufmachen, diese Verhandlung. Und wir hatten ja keinen Cent. Wir haben alles da reingesteckt in die Tour komplett. Selbst haben ja auch jeder von uns 20.000, 30.000 Euro da reingesteckt. Weil wir dann dachten, wir kriegen 250. Oder ich habe sogar Sachen abgezogen, ich war auf 130.000, ich habe alles abgezogen. Ich war so mit Stift und Zettel, ich sag so, ja, das weg, egal, scheiß drauf. Ich war dann 130.000, ich dachte mir so, alles gut, jetzt schlafen. Ich stehe auf, Mann, ich kriege einen Schock. Da war ja dann, ihr habt ja Auto, es war ja alles, Kosten ja, gehabt. Ja. Katastrophe. Aber seid ihr am Ende auf den Kosten sitzen geblieben? Ja, also gab es dadurch schuldenmäßig oder so? Nee, es wurde eh alles bezahlt. Okay. Wir hatten keine Schulden. Oh mein Gott. Ihr musstet nicht im Bus oder so zahlen oder so? Nein, das war eh schon alles bezahlt. Den haben wir vorbezahlt mit unserem eigenen Geld. Auch noch. Die haben noch am Ende 5.000, sag mal chillen, die haben noch 5.000 Euro bekommen. Für 3 Personen. Für 3 Personen. Wir haben das nicht mehr geholt, die 5.000. Nein? Und auch nie wieder gesehen. Nie wieder gesehen. Was, wenn du ihn jetzt nehmen, was würdest du ihm sagen, wenn du ihn jetzt siehst? Boah, das können wir hier so nicht sagen. Aber schon hart, ja. Und wegen dem ist auch, konnte ich dann diese Finanzamtsstrafe auch nicht zahlen und da kam dann voll viel Stress nachhinein noch. Ja. Also das ist auch mit ein Teil gewesen, warum du dann am Ende da gelandet bist, wo du gelandet bist. So.
Das ist so heftig, weil ich frage mich, ich denke mir immer so, Leute wollen sich was aufbauen, die sind irgendwie gerade an einem krassen Punkt in ihrem Leben und dann kommt so ein Typ so um die Ecke und sagt so, hey, was geht ab? Ey, ihr könnt richtig viel Geld mit mir verdienen und dann... Ja, er hat das aber auch, er hat das so locker ein Jahr aufgebaut, weißt du? Also war clever so, von ihm. Was ja, es war richtig clever von ihm. Also ihr habt ihm am Ende alles geglaubt. Was, ja. Hattet ihr keinen anderen, der sagt so, das ey Jungs, passt mal auf? Das Problem ist, ich habe immer Case geglaubt. Egal, was er gemacht hat, ich bin immer sofort mitgezogen. Wenn er jetzt den Vertrag unterschrieben hat, habe ich sofort den, ohne dass ich den lese, habe ich den unterschrieben, weil ich zu ihm gesagt habe, lese dir den durch, wenn du das machen willst, wir machen das. Und er hat sich das durchgelesen, okay, ja, wir machen das und ich direkt auch Unterschrift. Das war auch immer ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Also immer Case blind vertraut sozusagen. Komplett blind. Taub und blind. Würdest du sagen, dass es Fehler war? Weiß ich nicht. Wir waren schon heftig beste Freunde. Ja. Wenn du es jetzt schon mal ansprichst, ich weiß nicht, ob du drüber reden möchtest oder nicht. Doch, können wir drüber reden. Ich glaube, sehr viele Menschen warten darauf, zu wissen, also es ist einfach so, was ist passiert zwischen dir und Marcel, also zwischen dir und KS Freak? Man hört nichts mehr. Ja. Also es war einfach vorbei. Es war einfach vorbei. Ja. Was ist denn passiert? Eigentlich haben wir uns, wo er seine neue Freundin bekommen hat, hat er dann ein bisschen Abstand von mir genommen. Das hat auch so ein Jahr gedauert und dann sind die halt, meinten die zu mir, ja, jetzt ziehen wir aus in eine neue Wohnung und dann bin ich komplett in dem scheiß Penthouse alleine gestanden. Dachte ich mir, was geht jetzt ab? Die haben alle Sachen mitgenommen, komplett. Da stand nur mehr ein Fernseher, eine PlayStation 3 und eine Matratze. Und da habe ich dann noch 2 Wochen drinnen gewohnt, bis ich realisiert habe, was gerade hier passiert. Er ist einfach abgehauen, er hat mir nicht einmal geschrieben, ey, wie geht's dir, brauchst du was, geht's dir gut? Das war schon hart, das war einer der härtesten Zeiten. Ich dachte mir, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich Schulden beim Finanzamt, mein bester Freund ist weg, meine Freundin ist weg. Jetzt sitze ich auf der Matratze und spiele Need for Speed. Ganze Zeit, Mann, 20 Stunden, ich spiele Need for Speed, wirklich. Das war das Schlimmste eigentlich. Und dann bin ich ja nach Wien gezogen. Toni Polster hat mir meinen Arsch gerettet. Ich konnte ja keine Wohnung anmelden, weil das mit dem Finanzamt gerade war, mit der, die da deine Firma übernimmt. Das hat locker so 2 Jahre gedauert. Die war 2 Jahre Chef von meiner Firma. Und jedes Mal, wenn ich ein Instagram-Story gemacht habe, hat sie das ausgedruckt und hat mir das gezeigt, wenn ich gekommen bin. Ah, wie viel Geld hast du hier verdient? Wie viel Geld hast du hier verdient? Wie viel hast du hier verdient? Katastrophe. Das war echt scheiße. Eigentlich haben wir uns auseinandergelebt. Ich war ja mit Kim zusammen. Kim Lamarie. Genau, ich war ja mit ihr zusammen und sie wollte immer zu uns ziehen, nach Linz, aber ich habe das nicht zugelassen, weil wir ja zu zweit da drin gewohnt haben. Und ich hatte ihn an erster Stelle immer. Und das hat sie mir auch immer vorgeworfen. Sie sagt, ey, Marcel ist an erster Stelle, mach dich selbst an erster Stelle oder mich, weißt du? Und ich habe gesagt, nee, mein bester Freund und so, ich mache alles für ihn. Wie oft er im Club Stress gemacht hat mit irgendjemandem und ich musste kämpfen mit den Leuten. Und er hat sich im Taxi versteckt einfach. Du musst dir denken, er motzt irgendwelche Leute an und dann geht er ins Taxi und ich stehe dann da und auf mich laufen 10 Leute zu. Katastrophe. Also ich muss ehrlich sagen, es ist schon irgendwie hart zu hören. Also ich hoffe, du machst sowas nicht, sag ich dir so, wie es ist. Nee, ich glaube. Nein. Aber es ist, weißt du, wenn man sagt, man ist, also wenn du die Freundschaft vor eine Beziehung gestellt hast und du hast, ja Kim, also es war ja krasse Liebe auch ja, und so, ne? Natürlich, ja. Also hat Kim am Ende, ist es dann mit Kim und dir auseinandergegangen, weil du KS an erster Stelle gestellt hast? Auch, ja. 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 Und dann am Ende hat er dich eigentlich so gefickt. Genau, eigentlich hätte ich einfach mit ihr ausziehen sollen, so wie es er gemacht hat und einfach meinen Weg gehen müssen mit ihr oder YouTube-Videos drehen mit ihr oder irgendwas machen. Also hattet ihr ab dann keinen Kontakt mehr? Wir hatten schon in der Zeit, wo er mit Lisa, er hat ja Lisa kennengelernt auf so einem Festival, Electric Love Festival, dann ist sie zu uns gekommen und dann ist sie am 3., 4. Tag ist sie bei uns eingezogen, ohne das abzusprechen, ohne nichts. Und ich dachte mir so, was geht ab, Alter? Und er sagt, ja, die wohnt jetzt bei uns, tralala. Ich sag so, okay, gut. Und ich habe aber Kim nicht einziehen lassen. Und Kim war auch noch da
Und die waren halt so Freundinnen, bis die irgendwann mal angefangen haben zu streiten. Auf einmal, die hatten heftigen Beef, Mann, in der Wohnung und wir mittendrin in dem Chaos. Das war auch heftig. Das war heftig. Aber jeden Tag Stress, Mann. Von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr immer nur Streit. Und der Kim und Lisa oder ja, auch alle dann? Alle komplett. Kim mit Marcel, Lisa, dies, das, faul, Gras rauchen, alles Mögliche. War Katastrophe. Und dann ist er einfach irgendwann abgehauen und hat dich dann da sitzen lassen? Genau. Und dann hast du nie wieder was von ihm gehört? Genau, dann bin ich nach Wien gefahren, also nach Wien gezogen zu Toni. Er hat mir eine Wohnung gegeben, da war ich dann ein Jahr. Habe ich noch die ganzen Kooperationen, was ich klären konnte, habe ich mir geholt und habe alles dem Finanzamt noch gegeben. Das hat auch so ein Jahr gedauert. Aber lief das immer alles über KS, auch die Kontakte und sowas, für die Kooperation zum Beispiel? Nein, die habe ich alles selbst eigentlich reingeholt, ja. Lief eigentlich gar nichts über ihn. Auf jeden Fall war ich dann halt da in Wien, habe das zurückbezahlt und es kam keine Nachricht von KS oder sonst irgendwas. Das war schon auch hart. Er hat sich nicht einmal gemeldet, gar nichts. Und er wusste aber, dass du Steuerschulden hast? Ja. Er wusste das? Ja, er wusste das. Und ist gegangen einfach? Ja. Ich hatte, glaube ich, so 5 Rechnungen bei meinen Socken. Die habe ich nie abgegeben. Weißt du? Das waren, weiß ich nicht, glaube ich, so waren 70.000 Euro. Die habe ich nie abgegeben. Von dem hatte keiner was gewusst. Und jetzt haben wir eine Firma gegründet mit so einem anderen Typen noch, dass wir uns halt einen Lohn auszahlen. Und dann habe ich die ganzen 70.000 in die Firma da reingesteckt. Und dann kam halt bei KS das Finanzamt. Die wollten ihn dann schon in den Insolvenz schicken. Und dann meinte ich, ey, zahlt auch einfach deine Sachen jetzt mit dem Geld. Und wenn meins kommt, müssen wir meins zahlen. Und keiner hat deins gezahlt. Keiner hat meins gezahlt. Kein Mensch. Und von den 70.000 habe ich vielleicht 15.000 Euro gehabt oder so. Er hat das restliche Geld einfach genommen. Also er hat halt, es wurden die Steuerschulden bezahlt mit dem Geld. Auch scheiße, ja. Aber im Großen und Ganzen geht es mir gar nicht um das Geld. Ich scheiß doch auf das Geld. Ja, es geht mir nur um das, dass er mich einfach alleine gelassen hat und glaubte, er hat ein besseres Leben. Was sich jetzt herausstellte, dass das eigentlich ein Fehler war. Nicht mehr zusammen, ne? Nein. Nee. Weißt du, durch die ganze Sache, was du erzählst, weißt du, so, man so raushört? Was? Du hast so ein großes Herz, das irgendwie, ne? Nee, ernsthaft, du hast deinen eigenen Arsch quasi da stehen lassen für jemand anderen. Ja. Und hast dein letztes Hemd an Geld gibst du ab für jemanden und der sich einen Scheißdreck für dich interessiert hat. Naja. Vor allem, weil man ja so viel erlebt hat. Also, das alles habt ihr ja zusammen erlebt. Und wenn man auch mal ganz ehrlich ist, klar, hast du angefangen bei Marcel, also bei KS Freak, zu drehen, aber er hat ja auch unfassbar viel von dir gehabt. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ihr habt ja zusammen richtig gut funktioniert, so. Ja. Schon, also ehrlich, ich muss ehrlich sagen, es ist schon echt heftig. Also. Ja, war schon hart. Aber ich glaube, er war auch in so einer Zwickmühle, dass er gar nicht wusste, ihm war es auch gar nicht bewusst, was er da macht eigentlich, glaube ich. Ihm wird es jetzt erst bewusst. Hat er sich denn jetzt nochmal gemeldet irgendwann? Also, wir waren vor kurzem, haben wir so Livestreams gemacht wieder und habe ich ihn auch in meiner Wohnung wohnen lassen mit so einem anderen Kollegen, weil er wollte nicht zu Lisa nach Hause und da haben die auch nur Scheiße gebaut, haben die keine Miete bezahlt, dann bin ich auf der Miete hängen geblieben und ich hatte eine neue Freundin und war die ganze Zeit bei ihr und konnte nicht gucken, ob die das wirklich bezahlen und so. Da waren auch nochmal 17.000 Euro offen oder so. Du zahlen musst es jetzt wieder? Ja. Und jetzt ist er wieder weg? Jetzt ist er wieder weg, ja. Also jetzt habe ich halt Kontakt abgebrochen. Mit den zwei. Ja. Also sag ich ehrlich, es ist hart. Es ist hart, ja. Es ist wirklich hart. Und da kann man, also, ist jetzt nicht übertrieben gesagt oder so, aber wie du eben schon gesagt hast, so, du gibst alles, was du hast in deinem Leben, alles und wirst halt einfach so krass gefickt, Digga. Das ist hier nicht nur einmal. Ja. Du bist ein toller Mensch, Mann. Ja. Ehrlich. Ernsthaft. Das kannst du dir groß auf die Brust schreiben. Es ist egal, was Leute da draußen denken. Ich glaube, du bekommst auch, wenn du auf TikTok live gehst oder so, da kommen ja wahrscheinlich jetzt auch viele Fragen immer wegen Marcel, ja. Also wegen Caswick, was ist mit euch und so, bla bla bla. Das ist ja dann mit dem Hinterkopf, mit dem Wissen, dass er dich so gefickt hat und dann die Leute immer jeden Tag in deine Streams kommen und schreiben, ja. wo ist der, ja. Das muss ich doch kaputt ja. gemacht haben. Ja. Weißt du, was ich krass finde? Dass du trotz, nachdem alles, was passiert ist,
einfach nichts gesagt hast. Ich habe nie was gesagt. Und das ist einfach. Es weiß auch keiner, das ist das erste Mal, dass ich darüber rede. Ich finde, das was zeigt aber auch immer so krass. Guck mal, okay, das war unser Ding, wir haben das was passiert und das alles mit dir alleine ausgemacht die ganze Zeit. Ja. Das ist so. Das war auch das Schlimmste dann, dass ich das alles. Leider eigentlich haben wir immer alles gemeinsam gemacht und dann sitzt du allein in der 150 Quadratmeter Wohnung im Penthouse mit Matratze und Playstation. Und gehst nochmal alles durch, was gerade passiert ist. Aber was hast du denn, also hast du denn auch Geld gehabt noch, um zu leben? Bei 150 Quadratmeter, was wie teuer war das? Nee, die Wohnung haben wir dann hat er abgemeldet, er meinte, du kannst noch 2 Wochen hier drinnen bleiben und dann musst du raus. Und meine ganzen Sachen waren in meinem Zimmer schon verpackt in so Kartons. Hat er das reingepackt? Ja, er und seine Freundin haben das gemacht. Hat alles von mir genommen, reingepackt und so sagt, er sagt, da oben stehen deine Sachen. Wir ziehen jetzt in die neue Wohnung. Und obwohl die neue Wohnung von denen, die meinten, ja, die Miete ist zu teuer und so, obwohl die neue Wohnung genauso viel gekostet hat, wie die, wo wir drin waren. Was ich erst später rausgefunden habe. Dann hat er dich da alleine gelassen. Ja. Und dann bin ich halt nach Wien und die eine Masseverwalterin vom Insolvenzdings hat noch meine Firma und so alles im Griff gehabt. Ja, die hat mir 400 Euro gegeben und 350 Euro war bei Toni die Miete. Das heißt, du hattest 50 Euro? Ich hatte 50 Euro, ja. Im Monat? Genau, ja. Zum Leben? Ja. Du hast von... Nein, ich habe jetzt nicht von 50, ich habe mir halt von meinen Jungs Geld ein bisschen ausgeliehen und die haben mir halt heftig geholfen. Ja, war schon hart, war wirklich hart. Haben auch Dosenfutter und so gegessen, Mann. Also so Fischdosen, weißt du? Ja. Ich konnte das nicht mehr essen. Schon crazy, ja? Also, wenn ich überlege, so, für mich ist so irre parabel, das darüber nachzudenken, von ganz oben standet ihr, weißt du? Und auf einmal sitzt du unten und sagst so, ich esse jeden Tag Fisch, weißt du? Also, ja. Das Gefühl von, also mir fehlen die Worte, wenn ich darüber nachdenken muss, was ein Mensch einem anderen antun kann, weißt du? Und du sitzt und da in deiner Wohnung so, Alter, ich habe nichts gemacht und rette dir noch den Arsch, wo du gerade mich mit Füßen trittst und ich sitze hier auf meinem Sofa und muss meine Thunfischdose essen. Aber ist es denn jetzt so, dass du, also das Insolvent, das Ding ist abgeschlossen, also ist das alles bezahlt eigentlich oder ist da immer noch, hat die immer noch deinen Kanal? Nein, das wurde abgeschlossen, glaube ich, vor 1,5 Jahren jetzt schon. Es hat aber 3 Jahre gedauert oder 2,5 Jahre. Ja. Aber eigentlich hätte ich einfach in Insolvenz gehen. Ich war ja noch nie in Insolvenz. Das ist einmal das erste Thema. Die ganzen Zeitschriften und so stimmt ja eigentlich gar nicht. Mhm. Weil hätten sie dich ein bisschen informiert und so, dann. Ich habe ja so einen Sanierungsplan gemacht, wo du dann alles abgibst. Mein komplettes Konto habe ich abgehoben und habe das denen gegeben und habe gesagt, ey, wie viel Geld schulde ich heute? Sag mir genau, wie viel. Dann haben die halt das alles bearbeitet und dann kam halt eine Summe raus. Ach stimmt, Insolvent ist ja, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Genau. Und der Staat bezahlt das dann oder sowas, genau, ne? Ja. Und du kannst dann aber 7 Jahre keine Firma mehr gründen und sowas. Das hast du. Ist jetzt nicht bei uns, glaube ich, auf 3 Jahre untergesetzt worden. Aber auch lang. Aber ich hätte das einfach machen können und hätte die 200.000 bei irgendeinem Freund angemeldet oder so und über ihn halt die Kooperationen gemacht. Das war ein Fehler von meinem Anwalt und vom Finanzamt. Die haben zusammengearbeitet. Die wollten halt gegen dich gearbeitet. Gegen mich gearbeitet. Und dann bin ich halt vor ein Jahr oder so bin ich zu so einem neuen Anwalt gegangen und er checkt so die ganzen Dinge und er sagt so, fuck, wie hast du das zurückbezahlt, sagt er. Sagst du was? Ja, du hast ja 45% zurückbezahlt. Sagst du, ja, das musste ich ja machen. Er sagt, nein, wir hätten da easy so 5% machen können. 5% oder 0 sogar. Er meinte, vielleicht hätten wir 0 geschafft oder im schlimmsten Fall 5%. Denk mir so, ach du Scheiße, die haben mich anders hochgenommen. Aber denkst du, die haben das gemacht, weil sie wussten, wer du bist? Boah, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Aber die wussten, dass ich noch Geld verdienen werde und kann. Ja. Und noch weiter für Geld verdienen wirst? Ja. Weil? Ich bin jetzt auch mit der Chefin vom Finanzamt von Österreich, das ist wie meine Freundin. Wir sind voll cool, wir telefonieren so und so ganz auf gechillter Ebene, wie wenn das mein Bro wäre. Wenn irgendwas ist, ich sag, ruf mich einfach direkt an. Dann haben wir das gleich geklärt. Genau, ja. Aber sie ist auch voll cool und so, yeah. Sie macht auch mit. Krass. Weil ich halt den bisschen Fame-Status habe, redet sie anders mit mir. Naja, wahrscheinlich schon, ja. Aber die eine von der Masseverwalterin, die war Katastrophe. Die was meine Firma geführt hat. Ja. Flochi weiß auch Bescheid.
Er hat mir da auch sehr, sehr viel geholfen. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, wer Flocci ist, für die Leute, die es nicht kennen oder ihn nicht kennen? Flocci ist eigentlich, Flocci war von Anfang an dabei bei uns. Also der hat uns sehr, sehr viel geholfen. Ich küsse auch sein Herz, wirklich. Er hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich kannte mich auch davor gar nicht aus mit so Kooperationen, Verträge, dies, das. Wir haben das immer direkt Flocci weitergeschickt. Und er hat uns halt immer gerettet. Wir haben ihn halt oft auch Nerven gekostet und so. Er war auch oft böse auf uns, aber ich habe mich auch oft entschuldigt. Ja, er zeigt den Finger nach oben. Er sitzt jetzt hier, weil er macht jetzt auch tatsächlich das Management von mir und auch von Noah. Und das ist so krass, weil er hat mir natürlich auch viel erzählt von diesen ganzen Sachen. Und so haben wir uns ja damals auch kennengelernt und sowas alles. Meinst du, ihr hättet vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen besser auf ihn hören können? Ja, natürlich. Ja? Aber wir haben ja auf gar keinen gehört. Ja. Warum? Wir haben, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Also es gab keinen, auch so jetzt in unserem Jugendalter oder sonst was. Unsere Eltern haben nie was gesagt. Ich habe eigentlich immer nur Fußball gespielt. Und dann kam auf einmal das YouTube-Game und wir haben uns mit dem Gürtel geschlagen. Oh, ich weiß noch, einen Tag, ich komme nach Hause. Sie sagt zu mir, ey, bist du verrückt und so? Du kannst dich doch nicht mit dem Gürtel schlagen und so. Die ganze Nachbarschaft redet über das. Ich sag so, Mama, wir verdienen Geld mit dem. Sie sagt, ach so, okay. Und dann habe ich ihr Geld gegeben, Auto gekauft und so. Und dann war sie ruhig. Dann konnten wir machen, was wir wollten eigentlich. Krass. Das waren so legendäre Challenges einfach. Ja. Und Bestrafung war halt, wie habt ihr das genannt? Verlierer bleibt knien. Der Verlierer bleibt knien. Ja, ja, krank. Das war heftig, ja. Nee, bald schon Gürtel aus. Aber komplett, das war hardcore. Auch die Videos, Millionen von Aufrufen, ne? Ich glaube, also man kann das nicht so in Worte fassen, was ihr eigentlich. Ihr habt Traum von vielen Menschen gelebt. Ich habe das aber gar nicht so realisiert eigentlich. Erst dann auf der Gangtour. Ich hatte auch Angst auf der Gangtour, dass kein Mensch kommt wegen uns. Und dann sagt mir Osama, ey, ihr habt am meisten Tickets verkauft. So, was? Das gibt's nicht und so. Und dann gehen wir auf Bühne, in jeder Dings waren 3000 Leute. In jeder Location. Und jeder singt das 1 Million. Wir mussten nicht mal Musik aufdrehen. Nichts. Und ich weiß noch, jeder hatte sein Ding abgegeben, seine Show. Jeder hatte so 10 Minuten Zeit. Da waren auch alle dabei. Alle. Und nach der Zeit hat sich der Bus aufgeteilt zu. Wir waren im letzten Bus, die einen waren in der Mitte, die Mädels, und die anderen YouTuber waren im ersten Bus. Da gab es dann auch schon einen Streit von der ersten Gangtour, was ich gar nicht wissen konnte, dass die schon so ein bisschen so zerstritten sind, aber trotzdem alle miteinander sind, wenn Videos sind und so. Ja. Das habe ich erst da realisiert. Aber dann, das war das Heftigste, was passiert ist eigentlich. Gangtour vor 3000 Leuten. Und ich hatte einfach, ich wusste nicht, was ich mache. Jetzt habe ich 10 Minuten. Und Sam sagt, ey, Krabs, du hast auch 10 Minuten. Ich sag so, okay. Ich überleg. Bis wir beim ersten Tag waren, er sagt, ey, Krabs, was willst du machen? Ich sag, ich habe hier 3 Songs, spiel die einfach ab. Gib mir ein Mikro und spiel die einfach ab. Und dann habe ich jede Show was anderes gemacht. Und er sagt, du bist verrückt. Also hast du irgendwelche Lieder gespielt von irgendjemandem oder was? Ja, ich habe getanzt halt. Ja. Ja. Hast du auch balanciert? Nee, hätte ich auch machen können. Ja. Das nicht hätte ich machen, habe ich nicht. Ich habe ein Salto, jedes Mal bin ich mit Salto reingekommen. So ein Flickflack. Ich glaube, bei euch war das auch einfach, Digga, ihr hättet nichts machen können. Ihr hättet dastehen können, 10 Minuten nichts sagen und die Leute wären trotzdem ausgerastet. Ja. Ist einfach so. Also das ist, ja, was. Ich habe die ganzen Werbesachen reingeschmissen. Keiner hatte mehr also so Werbedings, Pullovers und so, weißt du, Cappies. Ich habe alle von allen die genommen und immer bei meiner Show habe ich alles reingehauen. Hab ich extra mein letzter gemacht, damit du nichts schmeißen kannst. Ja. Ja. Verteilt einfach die ganzen Gangtour-Merch. Aber ich schmeiß sie einfach komplett weg. Hier, nimm, was du kriegst. Nehmt alle, ja. Ihr habt auch eigene Merch gehabt. Ja. Das muss doch auch für dich krass gewesen sein. Leute auf der Straße sehen, die auf einmal Kappi oder Elf-Pullover anhaben. Case hatte ja einen heftigen Merch eigentlich, der Fresher Than You. Ja. Mit dem hat er auch so viel Geld gemacht. Ja. Dann hatte ich auch einen Merch, da habe ich auch mein Leben nicht gepackt. Ich mache so ein Merchandise, der mit dem Dings, kennst du den? Dab. Ja. Der Bär, ne? Auf einmal, die überweisen mir auch 10.000 Euro von nichts. Ich denke mir so, ach du Scheiße. Das war auch heftig. Zurück. Habt ihr da krass Sachen verkauft so? Also okay, ist schon, ja. Ja.
Ich meine, wenn du damals auf der Straße rumgelaufen bist, in meiner, also in den Schulen, die haben die Sachen getragen. Also komplett. Ja, natürlich, hä? Ich hab ja selber auch einen gehabt. Ich hab auch einen gehabt. Geil. Hä, ja, natürlich. Digga, es ist einfach so, das war, Junge, ihr wart, weiß ich nicht, wie kann man das beschreiben? Ja, also, für mich immer noch nicht, aber junge Götter einfach, ne? Fand ich. Also, ich fand aber generell, dieses YouTube-Game war früher so utopisch krass. Also, das war, ja. Die Leute kamen aus dem Nix und wir haben euch vergöttert. Also, ich sag so, ja, wir bist Booty Palace, ja. Ja, aber ich war ja auch so ein Fan von der Gang Tour, von der ersten. Ja. Deshalb war es krass, weil ich bin im Wettbüro gesessen, ich glaube so 20 Stunden. Ich musste immer zwei Schichten durchmachen, dann habe ich 2 Tage frei. Mhm. Dann wieder, so 20 Stunden, dann wieder. Und ich sitze da den ganzen Tag und gucke Gangtour. Ich warte, bis ein neues Gangtour-Video kommt. Und dann so ein Jahr später, ich bin selbst auf der Gangtour. So ein krasses Gefühl, ne? Oder auch hier in Köln. Wir waren hier feiern und habe ich Simon Desio getroffen und habe ein Fanbild mit ihm gemacht. Und ein Jahr später schlafe ich bei ihm auf der Couch zu Hause. Das war auch was Heftiges für mich eigentlich. Das waren auch wilde Zeiten, ne? Simon Desio, war das nicht dann auch mit Apoet und so? Das war auch so die ganze Zeit, ne? Die ganze Gang, ja. Ich, Leon, Brad, Simon und KS. Das war, wenn wir zu fünft losgegangen sind, war vorbei. Ohne Spaß. Da war vorbei. Wenn die Straße ging doch gar nicht, oder? Keine Chance, ne. Aber egal, wo wir waren und so, jeder ist, das war wie Superstar-Level, wirklich. War schön. War richtig geil. Zu der Zeit schon, ja. also so eine Gang bilden und das würde. Das nochmal machen? Das wäre schon nice, ja. Leute, vielleicht gibt es das Comeback vom Krabi, Leute. Ja. Also ich würde feiern, sag ich dir ganz ehrlich. Ich würde es wirklich feiern. Ja. Wenn du sagen müsstest, wenn jetzt jemand fragt von den Zuhörern oder Zuschauern, so, was geht denn jetzt gerade bei dir ab? Also bist du, was machst du jetzt gerade? Immer noch Need for Speed spielen in 150 Quadratmetern? Oder was machst du jetzt? Eigentlich, jetzt mache ich sehr viel Sport gerade. Und ja, jetzt bin ich bei meiner Mama zu Hause, jetzt suche ich gerade eine neue Wohnung. Mhm. Ich glaube, jetzt ziehe ich nach Wien wieder. Ich habe da 1-2 Jobangebote. Ich habe gehört, dass Köln auch ganz schön ist. Köln ist meine Lieblingsstadt. Ich bin der Erste, der hier nach Köln ziehen würde. Komm, Junge, komm. Lass dich nicht aufhalten. Wir warten hier auf dich. Ja, wäre schon heftig eigentlich. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Mhm. Schon wieder. Ich habe jetzt ein bisschen Angst auch zu scheitern und jetzt neue Leute kennenzulernen, so Manager und so. Ich rede mit keinen, die kommen zu mir und so. Ich sag, ey, weg. Lass mich weg, 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 lass mich in Ruhe. Ich brauche nichts. Ich mache keine YouTube-Videos, sage ich. Weg. Und ja. Das Ding ist, du hast so viel Potenzial noch in dir drin. Und ich glaube, wenn du einfach so den Mut packst und also ich verstehe voll, dass du sagst, dass du Angst hast zu scheitern oder generell, dass du denkst, boah, ich weiß nicht, ob ich nochmal von vorne starten will. Also du fängst ja nicht von vorne an. Aber ich glaube, wenn du den Mut packst und das Herz nimmst, ich glaube, dass du da ein paar Leute an der Seite hast, die, glaube ich, die zur Seite stehen würden. Ja. Junge, du ziehst 3 Monate durch, du hast so viel Herz, die Leute sind wieder da, boah, mach ich mir gar keine Sorgen. Junge, ist einfach so. Es ist einfach so. Das Problem war auch, ja, wie das mit Case und mit meiner Freundin war, habe ich noch mehr Gras geraucht. Mhm. Natürlich, weil ich noch mehr Sachen vergessen wollte und durch das hatte ich gar keinen Bock und habe alles vergessen und habe alles einfach liegen lassen. Rauchst du jetzt noch? Ja. Nein, jetzt bin ich clean seit 3 Monaten, ja. Hast du geschafft, davon wegzukommen, ja, nach jahrelangem Konsum? Nach jahrelangem Konsum und ich habe sehr, sehr viel geraucht, wirklich. Aber wie bist du davon weggekommen? Sowas ist ja nicht, jetzt höre ich auf. Ja, also ich dachte, ich komme niemals weg von dem, weil ich schon so verbunden mit dem war und ich eigentlich immer high war und eigentlich dachte, dass ich normal bin. Mhm. Ja, und man kannte mich gar nicht normal. Man kannte mich nur high, weil ich ganze Zeit high war. Meine Jungs und so, immer zu Hause gezockt, ganzen Tag gezockt. Nicht rausgegangen, Essen bestellt, nur nichts gemacht. Aber es ist scheiße. Fangt ja nicht an, Gras zu rauchen. Ich sag's euch. Sonst komme ich vorbei. Sonst komme ich vorbei. Okay? Dann gibt's Ärger. Aber wie hast du es geschafft, aufzuhören? Ich hatte so eine Finanzamtsstrafe noch von einem neuen. Also das Problem war, ich habe ja Steuern bezahlt. Warum das so lange gedauert hat, ich habe jetzt 30.000 Euro bekommen und habe das dann dem Finanzamt gegeben und auf dem gehört ja auch noch Steuern bezahlt. Also 15.000 sind ja eigentlich weg für Steuern. Ah, ja, ja. Aber die haben das ja jetzt genommen, dass sie meine Strafe bezahlen
Und das kommt einfach 2 Jahre später, muss ich die 15.000. Jetzt bin ich in so einem Kreisverkehr drinnen, wo du gar keine Chance hast, eigentlich rauszukommen. Weil du kriegst 10.000, gibst den 10.000, im nächsten Jahr kriegst du einen Brief, 5.000 Euro von dem. Also dann alles holst Geld, du wieder 5.000 Euro, dann ein Jahr drauf 2.500 Euro. Verstehst du? Das hat sich dann wieder angesammelt. Und es ist im Schneckentempo runtergegangen. Es hat immer 2-3 Monate gedauert, dann sind so 10.000 weg, dann wieder 5.000, dann mal 2.000, je nach Deal halt. Ja. Und dann, du hast dann quasi das Geld quasi immer, was du eingenommen hast, hast du sofort bezahlt und dann hast du wieder eigentlich neue Schulden aufgebaut bei Dings. Ja. Und dann? Ja, jetzt ist das halt voll weit unten. Jetzt zahle ich so monatlich einen Beitrag, so 2.000 Euro. Ja. Und jetzt ist das nicht mehr viel. Jetzt sind die auch ganz gechillt, die vom Finanzamt und so. Aber das hat 3 Jahre gedauert, bis ich von da oben runtergekommen bin. Und das hat mir auch keiner erzählt. Ja. Hättest du nicht direkt von Anfang an monatlich so eine Fixnummer fertig machen können, dass du die zahlst? Weil das ist so, das Finanzamt will ja am Ende mehr, dass man einfach Geld kommt. Also das Geld kommt, die sehen, da kommt was und du zahlst es. Und wenn du diesen Riesenbatzen nicht auf einmal leisten kannst, dass du sagst, hey, ich kann aber jeden Monat 5.000 geben. Hätten die sich darauf nicht eingelassen? Hatte ich am Anfang. Ach so. Aber dann irgendwann wollten sie das nicht mehr. Hm. Weil dann konnte ich einmal bezahlen, dann kam 3 Monate keine Kooperation rein. Hm. Gar nichts. Richtig. Dann wartest du noch 2 Monate auf das Geld. Ja. Coca-Cola zum Beispiel, wir haben immer 2 Monate gewartet, bis sie das Geld ausgezahlt haben. Ich musste immer schreiben, ey, mein Finanzamt stresst und so. Aber immer wenn ich das gesagt habe, haben die sofort überwiesen. Echt? Ja, sofort, wenn irgendwer stresst mit Finanzamt, sofort überweisen. Ja, Männer. Und dann haben wir sogar, ich glaube, wir haben sogar die Dame anrufen lassen von dem, die die Firma geführt hat. Die hat dann angerufen, haben die sofort immer überwiesen. Das war schon gut eigentlich dann. Okay. Das muss erst, also wenn jetzt Zukunft Kooperation, einfach sagen, ihr Finanzamt kommt, schicken sie sofort das Geld. Ja, sofort. Krank. Also wirklich. Ja, das Finanzamt. Aber ich habe jetzt ein Studium im Finanzamt, also ich bin Bachelor, glaube ich, da drin. Ich kenne mich komplett aus. Wenn ihr Fragen habt und so, ich helfe euch. Ruf an. Ja. Finanzberater. Wenn ihr Fragen habt, Finanzberater Krapping als hier, könnt ihr einfach anrufen, das steht für euch. Ich mache selbstständig. Wir machen einfach Finanzberatung einfach. Das wär's doch. Ich habe ja, eine Sache ist auch, dass ich gar keine Lust hatte auf den ganzen Bürokram und so. Ich wollte auch nie was mit dem zu tun haben. Das hat mich genervt einfach. Ja. Und deshalb habe ich das auch immer liegen lassen und aufgestaut. Und das war auch ein Fehler, dass ich alles aufgestaut habe immer. Junge, dann, ich weiß nicht, also wenn hier jemand zuguckt, Netflix, Amazon Prime oder so, wenn ihr eine Sache verfilmen wollt, nehmt einfach sein Leben und filmt es einfach. Ich sage euch so, wie es ist. Das ist, wir sind auch schon längst über der Zeit einfach, ne? Ich glaube, wir könnten noch so viel reden. Wir haben noch viele Themen eigentlich, ja. Wirklich Wahnsinn. Aber ernsthaft, wir können das ja wiederholen. Wir können noch weiter reden irgendwann mal. Oder reden wir jetzt weiter? Habt ihr Zeit? Ja, wir haben Zeit. Okay. Wenn du noch, ja, ich habe Zeit. Ich bin nur für euch da. Wenn du möchtest, dann können wir super gerne weitermachen. Also es ist. Ich bin echt ein bisschen baff, wenn ich ehrlich bin. Also ich wusste natürlich, was passiert, wenn du hierher kommst, weil du hast lange nichts im Internet gesagt und so. Ja. Aber das ist schon, das nimmt einen schon mit. So, ich weiß nicht, das ist schon heftig, Alter. Würdest du sagen, du wirst jetzt wieder in einen Job gehen, weil du meintest, 2 Jobangebote? Ja, das sind aber so Nebenjobs eigentlich. Ja. So einen Club führen. Das wäre auch so ein Ding. Club führen. Ja, ist halt so, das ist ein Ding, was ich mal nebenbei mache. Dann führe ich halt mal einen Club. Eigentlich nur so Clubmanager ist das. Ja. Der Club füllt sich eh von selbst. Ja. Muss einfach nur da sein und lachen. Ja. Also ich bin ehrlich, fasziniert mich, Junge. Ich weiß auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen an dem Punkt, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, weil es ist so ein bisschen. Wir haben so viel besprochen, aber ich glaube, da steckt noch so viel in diesen Geschichten drin oder so. Das dazwischen, ist so, ja. So, also wenn du selber noch was hast, was du gerade sagen möchtest, kannst du es gerne machen, aber... Wir haben ja am Anfang noch was gesagt, das wir später besprechen werden. Und zwar hatte ich noch eine Strafe vom Finanzamt offen. Die war, glaube ich, auf so 40.000 Euro.
Das ist aber eine Finanzamtsstrafe. Die hat nichts mit meinen. Nichts mit dem anderen. Den anderen zu tun. Ja. Das ist auch schon mal verrückt. Weißt du? Jetzt gebe ich dem Geld, ist der unzufrieden. Gebe ich dem Geld, der nimmt mich auseinander. Aber ist nicht Finanzamt Finanzamt? Ja, aber. Es gibt Strafen und. Genau, ja. Sind komplett verschieden. Für die Strafe gehst du ins Gefängnis. Ja. Okay, du gehst einfach ins Gefängnis. Und ich habe einmal die bezahlt. Das ging 2-3 Jahre so. Die bezahlt, wieder da ein bisschen, wieder. Der nervt. Nee, das geht nicht, der nervt. Und dann bin ich von 40.000 Euro, habe ich halt so eine Ratenzahlung immer vereinbart von 500 Euro. Und die habe ich so 2 Jahre gehabt und jetzt kamen die letzten paar Monate keine Kooperation mehr rein. Ich habe mich auch nicht darum gekümmert. Also ich hab dieses Jahr nicht mal ein Bild gepostet. Mhm. Wie verrückt ist das denn? Ich habe früher jeden zweiten Tag ein Bild gepostet. Aber auch aus welcher Kraft, wenn wir mal ehrlich sind. Also ja. Und ja, dann war ich halt eines Tages zu Hause, vor kurzem noch. Und da hat mich die Polizei angerufen, meinten sie, ja, können Sie kurz vorbeikommen? Wir brauchen Ihre Unterschrift. Und gehe ich in den Posten rein, er sperrt die Tür zu hinter mir. Und ich sage so, hä? Und er sagt, Sie sind festgenommen. Ich sage so, okay. Setz mich so hin, er erklärt mir, er sagt, ja, da sind noch so 19.000 Euro offen. Ich sage so, ja, ich wollte Ratenvereinbarung und so. Er sagt, ja, die machen keine Ratenvereinbarung mehr. Du musst jetzt ins Gefängnis. Oder du rufst wen an und der bezahlt die 19.000. Dachte mir so, ach du Scheiße. Ich habe so ein paar Telefonate gemacht. Der eine sagt, ja, kein Problem, ich komme gleich. Der andere sagt, nein, geht nicht. Und dann sitze ich da, frage ich so, ja, wie lange sitze ich denn da? Meinte so, ja, so 14 Tage, glaube ich, oder? Nee, 12 Tage. 12 Tage und 23 Stunden. Und er hatte so einen Tagessatz von 900 Euro oder so, 850 ja. Euro, ein Tagessatz. Das heißt, ich gehe ins Gefängnis, 850 Euro sind weg. Und am Anfang habe ich noch so gelacht und so. Und der Polizist hat selbst gesagt, ey, ich würde einfach ins Gefängnis gehen, absitzen und dann ist das Geld weg. Und ich hatte, glaube ich, noch so 12.000 Euro auf meinem Konto. Und ich wollte die 12.000 Euro jetzt nicht mehr bezahlen, weil ich mir dachte, dann sind die 12.000 Euro auch jetzt weg. Dann muss ich wieder von neu anfangen und Katastrophe. Und dann haben wir halt so gelacht mit dem Beamten und sage, ja, okay, wir machen das. Bringt mich ins Gefängnis. Ich gucke auch immer, ich guck voll gerne Knast-Dokus. Guckt ihr auch Knast-Dokus? Ja, natürlich, die sind geil, Alter. Und fangen noch von irgendwie war das auch so ein Reiz von mir, dass ich mal reingehe und gucke, wie das ist und so. Und dann bin ich halt da reingegangen. Am Anfang war alles lustig. Bis ich da reingekommen bin, dann war vorbei. Dann war der Spaß vorbei. Haben mich da so zu 3 Afghanen reingesteckt. Die haben gerade gegessen und so. Ich kannte mich null aus. Ich komme da rein, ich grüße die so. Aber richtig Zelle. Also richtig war Zelle, 23 Stunden eingesperrt. Und eine Stunde Hofgang um 7.30 Uhr. Also 12 Tage und 23 Stunden. Aber konnte, also ich weiß nicht, ne, im Gefängnis, also die sind ja auch alle mal ein bisschen böse da und so. Ja, ne? Ja, die sind heftig böse. Aber hattest du dein Zimmer und dann konntest du dein Zimmer rein, oder musstest du aus dem Zimmer raus mit den anderen so chillen? Ich hatte eine Zelle, da waren 5 Leute drin. Also zu eigentlich 6. Du warst nicht alleine? 6 Bettzimmer, aber wir waren zu 5 da drin. Und ich komme da rein, der Typ reißt mir meinen Zettel aus der Hand, guckt, was ich gemacht habe. Und er sagt so, was machst du hier, der Afghane? Sag so, ich habe keine Ahnung und so. Die haben mich da hier hingebracht, ich sitze jetzt hier meine Zeit ab. Er sagt so, 2 Wochen. Er gibt mir meinen Zettel zurück. So, wie soll ich jetzt 2 Wochen aushalten in dem scheiß Gefängnis? Und ja, das war auch ein Grund, warum ich mit Gras aufgehört habe, weil da drinnen saß einer drin, er hieß Manuel, er ist genauso alt wie ich. Und er ist anders auf andere Drogen, auf die heftigsten Substanzen. Und ich gucke den ganzen Tag an und ich sehe mich selbst. Das war eigentlich auch ein gravierender Punkt, dass ich komplett nichts mehr mache. Aber dir ist nichts passiert im Gefängnis? Nein, mir ist nichts passiert. Ich war größer und so, ich hätte mich eh geschlagen. Ich hatte 2 Meldungen, wenn du eine dritte Meldung kriegst, musst du 3 Wochen länger. Also wird einfach verlängert. Und immer wenn du 3 Meldungen hast, wieder 3 Wochen. Das heißt, du kannst da immer drin bleiben eigentlich. Immer drin bleiben, wenn dich irgendjemand anstänkert oder so, du mit dem kämpfst. Hast du dich geboxt da drin oder was? Oder warum hast du 2 Meldungen? Ich habe nur einmal einen Tritt gegeben, weil er hat mir die ganze Zeit die Zigarette beim Hofgang. Ich bin gegangen. Ersten Tag hat er mir Zigarette angeboten. Und ich habe halt eine Zigarette genommen, weil ich hatte gar nichts. Ich hatte Klamotten mit, die haben mir einfach 2 Wochen meine Klamotten nicht gegeben.
Ich war 2 Wochen in denselben Klamotten. Ich habe jeden Tag meine Sachen gewaschen. Und der Afghane hat mir dann von ihm ein paar Sachen geliehen. Küss sein Herz, sonst wäre ich 2 Wochen in denselben Klamotten. Dann bin ich Donnerstag rein und Dienstag kannst du erst duschen. Das heißt mal, ich war noch nie mein ganzen Leben 5 Tage nicht duschen. Und ich sitze da drinnen, es stinkt komplett. Die anderen sind 3 Jahre schon in der Zelle. Also das ist deren Zelle. Was haben die gemacht? Der eine hat einfach Leute gefoltert im Keller. Oh mein Gott. Ja. Aber ich habe 3 Tage mit dem gelacht, bis er mir seinen Zettel gezeigt hat. Ich habe ja hier nicht gesagt, zeig mir du deinen Zettel. Ja, ja. Ich lese so den Zettel durch, ich pack mein Leben, ich guck ihn an, er lacht mich an. Und so. Und ich denke mir, das gibt es doch nicht. Und der hat einfach nichts hier. Hat das einfach gemacht, haben ihm Geld geschuldet und so. Ich habe mir immer Spaß darüber gemacht. Ich sag so, ey, bisschen Keller und so. Man weiß so ein bisschen so die Dings auflockern, aber ja. War gar nicht lustig. Dann kam auch einmal einer rein um 3 Uhr morgens. Boah, ich hab Gänsehaut gerade, ne? Also ich sag dir ehrlich, ich sag doch, verfilmt den Jungen, was ist los mit euch? Und das Schlimmste war, jeder Beamte kannte mich. Jeder Beamte kannte mich. Die haben zu mir Krappi gesagt im Gefängnis. Ey Krappi, komm essen. Alles, ich habe mein Leben nicht. Dann sind mal ich weiß nicht, 4. oder 5. Tag sind so 4 Beamte gekommen, haben die Tür aufgemacht und die haben mich so ausgelacht. Die sagen, ey, guck, hier sitzt er und ich sitze so gerade da. Weißt du, und die lachen mich komplett aus und knallen die Tür zu. Ich denke mir so, ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und dann kam um 3 Uhr morgens kam so ein Schlepper rein, der Leute geschleppt hat über Ungarn oder so, keine Ahnung, so ein älterer Herr. Und der hatte halt so eine, er hat irgendwelche Tabletten gebraucht. Er sagte, gib mir meine, er hat einen heftigen Entzug, wirklich. Kompletten Entzug, er ist die ganze Zeit im Bett gelegen, er macht so, und ich lieg da so gegen die Wand, ich schlaf keine Minute. Also ich lieg da so gegen die Wand und schlaf keine Minute und auf der Wand steht so ein Text, this is only a challenge, God is with you und so, und ich lese diesen Text 2000 Mal. Lieg da halt so da und trau mich nicht rüber gucken. Dann war es so 12 Uhr morgens, die haben ihm seine Tabletten noch nicht gegeben, er hat Fischdose aufgemacht. Und er hat sich einfach selbst geritzt. Vor deinen Augen? In meiner Zelle. Er hat sich die Pulsader... Er hat sich die Pulsader aufgeschnitten und es hat so heftig Blut gespritzt auf die Tür und ich habe mein Leben nicht gepackt. Ich will so runterspringen, ich will ihm helfen. Der Afghane haut mich auf mein Bett. Er sagt, ey, wenn du jetzt da stehst und so, du bist sofort auch am Arsch. Dann bin ich wieder in mein Bett zugedeckt. Hab schon wieder an die Wand geguckt, diesen Scheißdings 20 Mal durchgelesen und traute mich nicht umdrehen. Bis die Beamten gekommen sind, sind so 45 Minuten, er war schon bewusstlos am Boden. Ist er gestorben? Nein, er ist nicht gestorben, die haben ihn dann sofort ins Krankenhaus gebracht und dann in den Keller rein. Er hat sich probiert, in deiner Zelle umzubringen. Ja, er wollte eigentlich nur ein bisschen Blut, so dass die Beamten kommen müssen und ihn rausnehmen und ihm seine Tabletten geben. Aber das war seine Mission eigentlich. Ja. Aber er hat zu viel geschnitten und es hat zu viel Blut gespritzt. Und ich musste alles aufwischen am 4. Tag. Du? Ja, ist ja bei uns in der Zelle drin. Also ich und die anderen 2. Ihr musstet das Blut wegwischen von dem Typen. Habt ihr keine Putzfrauen? Nee, da gibt's nur so einen Hausarbeiter, der putzt aber nur draußen. Vor der Zelle. Weißt du? Und in der Zelle musst alles du machen. Die Beamten kommen auch gar nicht in die Zelle rein. Die dürfen gar nicht, also die trauen sich gar nicht. Krass. Ja, das war echt heftige Zeit. Und ich lieg da so im Bett. Die ersten 2 Tage habe ich nicht mal geschlafen. Ich war 9 Tage nicht am Klo, musst du dir vorstellen. Hattet ihr eine Toilette in der Zelle? Ja. Und da hättest du auch scheißen gehen müssen? Hätte ich scheißen gehen müssen, ja. Was? Keine Chance, 9 Tage war ich nicht am Klo. Auch pissen nicht? Ja, auch pissen war ich schon, ja. Und dann habe ich immer so viel gegessen, dass ich denke, so, das geht sich jetzt aus, dass ich nicht aufs Klo muss und so. Dann letzten Tag, ich musste so heftig aufs Klo, ich bin dann raus, die haben mich rausgelassen. Ich bin sofort ins Fitnessstudio gelaufen und bin dann aufs Klo gegangen. Ach du Scheiße. Ohne Handy auch noch. Es gab in den letzten 7, 8 Jahre keinen Zeitpunkt, wo mein Handy nicht
in meiner Hosentasche war. Mhm. Wenn irgendwer mein Handy klaut, dann ist vorbei. Weil da ist mein ganzes Leben um. Und jetzt einfach 12 Tage weggeschlossen, 12 Tage, ohne Handy. Ja, 23 Stunden. War heftig. Was nimmt man so aus so einer Zeit mit irgendwie? Also, boah, ich weiß gar nicht. Kannst du es überhaupt schon realisieren? So, also es ist ja, weiß ich nicht. Also ich bin seit dem Tag, wo ich da rausgekommen bin, bin ich ein komplett anderer Mensch. Nicht mehr gekifft? Nicht mehr gekifft, nie wieder. Keine Chance, keine Drogen. Und an das hätte keiner geglaubt, dass ich jemals aufhören werde, mit Gras zu rauchen, weil ich so viel Gras geraucht habe. Aber war eigentlich 50-50. Ich wollte das ja erleben, darum bin ich ja da reingegangen und dass ich, um das zu sehen. Ja. Ja. Ja, die Knast-Stories, jetzt. Amazon Music. Jetzt. Amazon Music. Es ist echt krass, ernsthaft jetzt. Also, Junge. Das Problem ist, ich habe ja auch zu den Beamten gesagt, die müssten mir ja eigentlich, wo die Finanzstrafen drinnen sind, eine Zelle geben, wo so Menschen sind, die was einfach das Geld nicht bezahlt haben und normale Leute. Mit irgendwelchen Mördern. Ja, komplett. Aber Mörder auch drin. Mörder waren, das Problem ist, wenn du Mörder bist in dem Gefängnis, bist du nur, bis deine Gerichtsverhandlung ist und dann kommst du in die anderen Gefängnisse, wirst du aufgeteilt. Ah. Aber Alcatraz. Ja. Ja, wenn du Scheiße gemacht hast, vielleicht nach Alcatraz. Direkt nach jetzt Alcatraz. Jetzt neue Folge, Alcatraz, Mr. Krabs, kommt vorbei. Aber ganz kurz noch so, und auf dem Hof und so, ist es auch so, wie man sich das vorstellt? Das interessiert mich jetzt schon ein bisschen, es tut mir leid, wenn ich frage, ne? Hatte die da so eine Kugel? Nein, das nicht. Natürlich nicht. Aber so, keine Ahnung, ist da wirklich so diese Grüppchenbildung und die Leute boxen sich und so? Ja, schon. Echt? Ja. Das Problem ist, die drei Afghanen, die hatten ja keine Familie hier und nichts. Ja. Denen war alles egal, ne? Denen war alles egal. Dann konnte mir, also man konnte mir kein Geld überweisen, weil das 2 Wochen dauerte, bis die Überweisung durchgeht. Es gab keine Sofortüberweisung, nichts. Jetzt habe ich kein. Im Knast Geld? Ja, du brauchst Geld. Die müssen dir das überweisen. Dann kommt ein, am Mittwoch kannst du einkaufen gehen, Tabak kaufen, trinken, Cola, Nutella und so. Aber ich hatte keinen Cent. Ich hatte keine Klamotten und ich hatte keinen Cent. Dann ist, meine Mutter ist dann mal zu Besuch gekommen, sie versucht so, so eine Plastikdings und so. Ja. Und sie versucht so 100 Euro irgendwie durchzuschieben. Ich bin gestorben. Sie sucht überall so einen Schlitz und so, aber ich sag so, Mama, es gibt keinen Schlitz. Das war lustig eigentlich. Aber und dann haben die halt, die Afghanen haben halt so Schlaftabletten gehabt. Die haben die halt immer auf dem Hof, haben die also der hat die durch 4 geteilt und hat es dem einen gegeben, der hat ihm eine heftige Tabakdings gegeben, der andere hat ihm Nutella gebracht, der andere Brot. Und ich komme in die Zelle rein nach jedem Hofgang und unsere Zelle ist voll mit Nutella, mit Brot. Und ich sage so, wie hast du das gemacht? Er sagt, ja, Schlaftabletten. Also es ist echt so, wie man es aus Filmen kennt, dass die da anfangen zu dealen und... Ja, aber du brauchst mal 3-4 Tage, dass du überhaupt das System checkst und was sie wollen. Die ersten 2 Tage, ich habe keinen, der hat mir so wenig Essen gegeben. Ohne Spaß. Ich mache so meinen Teller raus, er gibt mir so wenig Essen, ich drehe mich so um, die Afghanen lachen. Ich sage so, ey, was lacht ihr und so. Und dann hat er mir halt so ein Papier gegeben, wo Tabak drinnen war und er sagt, morgen gibst du ihm das raus. Und dann, morgen habe ich ihm das durch so einen Schlitz, Mann. Die machen nicht mal die Tür auf, die machen nur so einen Schlitz auf. Da kannst du durchgucken. Er macht kurz auf, du guckst nur, dass du was anderes siehst kurz. Ja. Dann habe ich ihm das halt durchgegeben und dann hat er mir so einen Teller gegeben. Komplett voll. Sag danke. Check so ein. Was für ein Bastard, wenn ich dich draußen erwische, Mann. Du hast ihm dem Wärter Tabak gegeben? Nicht den Wärter, das war einfach so ein, das war ach auch so, ein Häftling. Ja, die Häftlinge der, geben genau, das Essen. Der was Essen bringt, ja. Katastrophe. Aber habt ihr so Stangen? Wie Stangen. Also konntet ihr nie aus eurem Zimmer rausgucken? Doch, also, wir hatten oben so 2 Fenster, aber da guckst du in so einen kleinen Hof rein. Ist das wie so ein zues Zimmer? Ja, das Zimmer ist komplett zu. Ich dachte mal, dass du halt da so Metalldinger hast. Achso, nein. Da ist eine komplette Metalltür. Die geht zu, man, es macht tsch.
Aber wenn, da hätte ja drin alles passieren können. Und die hätten hätte alles, es gab auch Brot, Messer waren halt stumpf und so, aber da drinnen hätte alles passieren können. Hast du Angst um dein Leben gehabt? Nein, eigentlich nicht. Wenn ich jetzt, also ich sag jetzt mal ich, ne? Ja. Ich gehe in die Zelle mit diesen Leuten. Ich hätte jeden Abend geheult und hätte um mein Leben Angst gehabt, ich schwöre dir. Also ich glaube, ich wär hingekommen, wir hätten gelacht und hätten nämlich aufgegessen. Aber ich weiß nicht, warum ich da reingekommen bin, wirklich. Wahrscheinlich das war ein heftiger Fehler auch von dem ganzen, von der ganzen Dings. Ja, das war ein kompletter Fehler. Was kam auch Angst nach 9 Tagen, kam erst der Sozialarbeiter. Ich darf ja eigentlich, muss der Sozialarbeiter einen Tag nach der Inhaftierung muss er kommen und dich fragen, ob du alles hast und so. Klamotten, willst du ihn anrufen und so. Der Typ ist einfach nach 9 Tagen gekommen. Ich habe jeden Tag einen Zettel geschrieben. Der ist einfach nach 9 Tagen gekommen. Dann ist er gekommen. Ich sag so, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Jetzt bin ich noch 4 Tage hier und geh nach Hause. Ah, okay. Ja, es tut mir leid, sagt er. Es tut mir leid. Ich sag so, ja. Dann habe ich einen Freund noch angerufen. Ich sage, hey, was geht? Holt mich ab um 15 Uhr. Ja. Aber war jetzt ist lustig. Aber, weißt du, aber wenn du da drinnen bist und so, war schon heftiger Abfuck. Das war die Knast-Story. Junge. Ja, wann gehen wir? Aber ich würde das nie wieder mehr machen. Ich sag dir, nicht mal für 2000 Euro oder 4000 Euro. Auch nicht für 50.000 Euro. Ich würde das nie wieder mehr in meinem ganzen Leben machen. Nie wieder in den Knast gehen. Keine Chance. Nie wieder. Wäre auch besser, wenn nicht. Ich hätte das, weiß nicht, ich hätte die Hälfte gleich bezahlen sollen und so, dass ich nicht reingehe. Aber dadurch hat sich halt in mich was verändert, das für mich positiv war, obwohl eigentlich scheiße war. Ja, ich glaube, sowas nimmt man krass was mit. Also wenn wir auf die Schule zurückgehen, du hast ja manchmal aus Lehrergesprächen schon was mitgenommen und sagst so, boah, scheiße, was mache ich jetzt? Aber wenn das passiert, dann das ist ja ganz Leben, alles, deine ganze Denkweise auf alles verändert sich doch komplett. Und ja, das Schlimmste war auch das Eingesperrtsein. Da hast du gewonnen, wenn du mich einsperrst und einfach in der Zelle drinnen lässt. Das ist das Schlimmste, was dir in deinem Leben passieren kann. Weil ihr seid ja auch viel unterwegs und draußen und so immer. Ja. Und keiner hat euch hier eingesperrt oder so in einem Zimmer. Oder ihr wart 3-4 Tage in einem Zimmer drinnen. Und das war das Allerschlimmste für mich. Da habe ich auch komplett vergessen, dass ich eigentlich voll viel Gras rauche. Du hast quasi die Sucht vergessen? Ja, ich komplett. Das war das wenigste Problem da drinnen. Das war das Allerwenigste da drinnen. Krass. er weiß gar nicht mehr, was er sagen soll. Ich habe wirklich großen Respekt vor dir als Menschen. Es ist verrückt, was ein Mensch, also was du durchmachst oder durchgemacht hast. Und jetzt stehst du mich. Er lächelt, als ob nie was passiert und wäre. Guck dir das an. Nein, dass du deine Art so da, die nicht verloren hast, weißt du? Du machst trotzdem dann lache ich darüber, dass alles scheiße läuft. Ja. Habe ich jetzt 10.000 Euro Schulden, ne? Sollst du kommen. Ja. Weißt du? Das ist sehr eigen. Das macht dich sehr besonders trotzdem. Ja, ich wünsche dir wirklich. Nee, ich wünsche dir wirklich für deine Zukunft. Wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so richtig, aber. Ich wünsche dir, dass du was daraus machst aus dir. Ganz, also nein, ernsthaft. Genau. Das ist so, ein 20-jähriger Bubi sagt dir gerade hier irgendwas. Aber nein. Ich sehe in dir was ganz Besonderes noch und das hast du nicht verloren noch durch die ganze Zeit und dass du da dein ganzes Leben für andere immer aufgegeben hast. Ich glaube, jetzt mal bist du an der Reihe. Ja. Und die Zeit kommt. Ja, und vor allen Dingen, du bist ja nicht einmal umsonst da schon hingekommen, wo du warst. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast was Besonderes an dir und du weißt das auch, dass du bist ein besonderer Mensch. Ich glaube, ich brauche dem gar nichts mehr hinzufügen, was Noga gesagt hat. Ich sehe das genauso. Aber Digga, ich würde dich gerne so umarmen gerade einfach, ehrlich. Das ist so krass einfach. Können wir eh umarmen. Komm, Junge, komm. Ist jetzt scheißegal. Ernsthaft. Was mal. Erzähl ich auch, Leute. Vielleicht ganz kurz, das ist Aber Jungs, versprecht mir, dass ihr auch genauso bleibt, wie ihr seid. Hundertprozentig. Aber man sagt keine, das immer. Da habe ich keine, also Flotti ist da. Ja, Flotti ist da. Flotti hat gelernt von uns, dass was er anders machen muss. Ich sag dir ehrlich, wir haben einfach eine Doppelfolge draus gemacht, gefühlt. Es ist wirklich, es ist unfassbar krass gewesen. Wir haben
viel wir persönlich, und da, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe selbst aus dieser Zeit, die wir jetzt hier hatten, so viel für mich selbst mitgenommen. Und ich hoffe, dass ihr da draußen auch einfach was mitnehmen konntet. Und ich glaube, du hast dich nicht umsonst so geöffnet. Und ich glaube, jeder konnte oder sehr viele konnten jetzt krass viel davon lernen. Und auch vielleicht auch wenn nur der ein oder andere sagt so, boah, krass, ich habe den ganz anders gesehen und so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, boah, Digga, Noah, red mit dich, was ich sagen soll. Das ist so krank einfach. Wirklich. Ich hoffe für dich, dass das hier, egal wer das hier irgendjemand sehen kann, welche Produktionsfirma, egal welche Kooperationspartner, Leute, ich höre es euch. Hier sitzt der Kollege und der ist auch wieder am Start. Ich wünsche dir einfach, dass du da weitermachst. Und das weißt du auch, glaube ich, das brauche ich ihm auch gar nicht mehr sagen. Die Folge war, ja, ich glaube, die krasseste Folge, die ich hier aufgenommen habe überhaupt. Ich muss in die andere Kamera schauen. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ja, also vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, Jungs. Einfach hinsetzt und wirklich einfach mal über dein Leben quatschst. Es ist auch eine Ehre für uns, einfach, dass du das jetzt hier machst, dass du dich hier hinsetzt und dich auch traust, nach so lange Abstinenz im Internet, dich gab es nicht mehr, kein Mensch hat von dir gehört, setzt du dich hier hin, gefühlt 2 Stunden und redest über dein Leben mit uns. Verstehst du, was ich meine? Das ist crazy. Ich fühle mich auch leichter und so. Es geht mir viel besser jetzt. Ey, guck mal, dann haben wir doch vielleicht auch ein bisschen was auf erreicht. Auf jeden Fall, ja. Viel mehr erreicht, was wir überhaupt glauben können. Ehrlich, ey, Krafi, du hast ein großes Herz. Küss mein Herz. Danke, dass du da warst. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es war eine schöne Sache für euch. Vielleicht willst du ja nochmal irgendwas den Leuten mit auf den Weg geben. Es ist Stage is yours, einfach. Ja, danke auf jeden Fall, wirklich. Ihr habt mir auch sehr viel weitergeholfen jetzt. Ich konnte einmal alles sagen, was ich sagen wollte. Und mit euch zwei besseren hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja. Und er will, dass wir heulen. Nein, er will, dass wir uns jetzt hinsetzen und heulen einfach. Nein. Hör auf jetzt, Junge. Nein, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ja, wir können nur Danke sagen. Wir machen, ich glaube, wir werden hier jetzt wahrscheinlich noch weiter sitzen. Wir müssen ein paar Sachen verkraften. Das wird wahrscheinlich passieren. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Eine neue Folge Chaos für Anfänger. Jetzt mal ehrlich, haben wir sehr ehrlich gemacht, auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst, wie gesagt, eine 5-Sterne-Bewertung hier auf Spotify da. Aktiviert oder beziehungsweise abonniert uns auf YouTube. Schaut vor allen Dingen bei Krappi vorbei. Auf Instagram ist er ja auch noch am Start. Vielleicht kommen noch andere Channels wieder dazu. Es steht in den Sternen, das weiß nur der liebe Internetgott. Und verfolgt ihn auf jeden Fall, er hat ein gutes Herz. Und danke. Nee, Almano, danke. Wirklich. Ich sage danke. Wirklich, ehrlich, das ist, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ciao, Leute. Chaos für Anfänger, Staffel 2. Jetzt mal ehrlich. Yes. Es ist vorbei, dankeschön. Ja.